Guten Abend, meine, Damen und Herren. Vielen Dank fürs Warten. Mehr kommen jetzt nicht. Sie sind ja auch schon da. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn das Haus sich füllt. Ich bin Jörg Mori, der Museumsleiter. Soll hier wirklich nur guten Tag sagen, weil das Podium ja schon prall gefüllt ist. Wir stellen heute ein Buch vor. Das ist ja eben schon rumgegangen. Ein Buch, das über vieles redet, was uns als Historiker beschäftigt. Ein sowjetisches Flugzeug stürzt mitten im Kalten Krieg über Westberliner Gebiet ab. Was passiert da alles? Eine Geschichte, die lange, lange her ist, die aber viel auch erzählt über ja, Kalten Krieg, Abgrenzungen, feindlich steht man sich gegenüber, auch ein menschliches Schicksal, beide Piloten sterben. Und wir haben die Autoren hier, Gesine Dornbüt und Thomas Franke, herzlich willkommen. Beide Journalisten, beide waren lange Zeit als Moskau-Korrespondenten in Moskau, sind auch jetzt, Sie können sich ungefähr vorstellen, warum, jetzt auch wieder dran am Zeitgeschehen. Wenn Sie den Deutschlandfunk hören, haben Sie immer wieder mal die Gelegenheit, die beiden dann auch zu hören. Moderiert wird das ganze Gespräch von Christoph Meissner, der aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf ist. Er war aber lange Zeit hier bei uns am Hause als Kurator tätig und wir sind jetzt auch als Museum Karlshorst mit der Heinrich-Heine-Universität in einem Gemeinschaftsprojekt. Das ist in anderthalb Jahren dann vorzuzeigen, da geht es um den Hitler-Stalin-Pakt, auch ein spannendes Thema, machen wir heute Abend aber nicht. Christoph Meissner hat hier im Haus sich immer stark beschäftigt, vor allen Dingen auch mit der Stationierung der sowjetischen Armee in der DDR und der ganzen Nachkriegszeit. Also von daher bin ich sehr froh, dass er den Abend moderiert und das soll er jetzt mal tun. Vielen Dank für die freundlichen Worte, Jörg. Und von meiner Seite auch herzlich willkommen an Sie im Publikum und natürlich herzlich willkommen an meine beiden Referenten oder an meine Podiumsgäste hier auf dem Podium. Wir sprechen heute über die ruhmlosen Helden oder anders gesagt über einen Flugzeugabsturz im Jahre 1966. Das ist jetzt erstmal am 6. April 1966 stürzt eine Maschine der sowjetischen Luftwaffe ab. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, weil zwischen 1945 und zwischen 1990 stürzen über dem gesamten Gebiet der DDR, man hat nachgewiesen, 340 Maschinen ab, aber angenommen wird, dass wir bestimmt von dem 3- bis 4-fachen dieser Zahl reden können. Also ist das erstmal per se nichts Besonderes, doch es gibt was Besonderes an dem Ganzen, und zwar findet dieser Absturz 1966 über Westberlin statt. Und damit geschieht das Ganze im britischen Sektor. Und das erklärt auch, weshalb später das britische Militär den Zugriff auf diese Maschine hat. Und da kommen wir jetzt zu diesem kleinen Objekt hier vorne in der Mitte unseres Podiums. Das Objekt ist Teil der Sammlung des Museums und wurde uns übergeben von einem Bekannten eines britischen Marinetauchers. Das heißt, dieser Bekannte hat von einem britischen Marinetaucher in den 90er Jahren, nehmen wir an, dieses Objekt bekommen und es wurde gesagt, das ist ein Stück des Rotorblattes dieser Maschine. Ein weiteres Objekt finden wir da auf der Leinwand. Das ist Klaus Abraham, er war damals Feuerwehrtaucher bei der Westberliner Polizei. Feuerwehr, nicht bei der Polizei, und hat ebenfalls an den Maßnahmen zur Bergung dieses Flugzeuges teilgenommen und hat sich auch ein kleines Stück gesichert. Also, jetzt sind wir schon bei zwei Stücken. Wir wissen nicht, wie viele es insgesamt gibt, das ist uns verborgen, aber jetzt haben wir schon zwei Stücken und können mal schauen, wie viel wir noch finden werden. Aber das ist nur der eine Teil der Geschichte. Und der andere Teil der Geschichte ist, dass sich aus diesem ganzen Flugzeugabsturz ein ganz weites Problemfeld oder ein ganz weites Feld entspannt. Und das geht über Liebe, Tod, Geheimdienste, Verschwörungen, Heldentum und Propaganda. Und dieses ganze Geflecht, was sich daraus ergibt, das wollen wir heute Abend ein bisschen aufdröseln. Und dazu bin ich froh, dass wir die beiden Autoren hier haben, dieses wunderbaren Buches, was ich tatsächlich liest wie ein Kriminalroman, liest wie
extrem locker und leicht geschrieben. Also man kann es wirklich schnell lesen und bekommt ganz viele Informationen, die man auch schnell verarbeiten kann und bekommt auch Geflechte zu Gesicht, die oder bemerkt sie, die man so vielleicht am Anfang nicht erwartet hätte. So, und die ganze Buchvorstellung, die wir jetzt machen, wird dreigeteilt sein. Wir werden in dem ersten Teil über das historische Ereignis reden, in dem zweiten Teil werden wir über die Erinnerung an dieses Ereignis reden und in einem dritten Teil werden wir über den Untertitel des Buches reden, nämlich die Tücken des deutsch-russischen Verhältnisses. Und ich übergebe jetzt einfach an Thomas Franke und freue mich, dass er jetzt einen kleinen Teil aus dem Buch liest. Ja, vielen Dank, guten Abend auch von mir. Was Sie hier sehen, der Klaus Abraham mit dem Stück Blech, der war der erste Feuerwehrtaucher, der am Wrack war, hat dieses Stück Blech rausgeschmuggelt und würde es eigentlich gerne der Witwe des Piloten überreichen, als Zeichen der Völkerverständigung. Die Dame lebt noch in Rastorf am Don und die Hoffnung, das jemals zu tun, hat sich in den letzten Monaten ein wenig zerschlagen. Wir haben hier so ein paar Fotos. Ich kann Ihnen ja zwischendurch immer mal ein neues Bild zeigen, wenn Sie mögen. Alte Fotos der Familie Kapustin, aber auch neuere. Der 6. April 1966 ist ein Mittwoch und beginnt auf dem Luftwaffenstützpunkt der Roten Armee in Fino wie viele andere Tage. Es ist bewölkt, ab und zu regnet es. Gegen 8 Uhr morgens schrillt Alarm und Hauptmann Boris Kapustin läuft zum Hangar. Gegen 11 Uhr steht er in voller Ausrüstung wieder vor seiner Frau. Fehlalarm. Das ist nichts Ungewöhnliches. Oft gibt es sogar mitten in der Nacht Alarm oder er muss aus einem anderen Grund nachts arbeiten. Ich lege mich noch ein bisschen hin, sagt Boris zu Galina. Flieger und Seeleute können immer schlafen. Das lernt man in jeder Armee der Welt. Boris Kapustin geht in das verdunkelte Schlafzimmer. Seine Frau pflanzt Blumen. Vor dem Haus haben die beiden ein kleines Beet angelegt. Auf einem Bänkchen neben der Haustür döst eine Katze. Wenige Minuten später steht ihr Mann wieder vor Galina. Sein sonst sorgsam nach hinten frisiertes Haar ist zerzaust. Ich kann nicht schlafen, Galinutschka. Gibt es irgendetwas, das ich tun kann? Kann ich dir helfen? Die Katze regelt sich, springt vom Bänkchen, streicht Kapustin lautlos um die Beine. Ich bin gleich fertig mit dem Pflanzen, Borja, aber bald kommt der Mai, wir müssen Fenster putzen. Ich glaube, es regnet heute nicht mehr, lass uns den Winterdreck abschrubben. Mit Vergnügen, sagt der Pilot, er geht ins Bad, erfrischt sich, kämmt sein Haar. Irgendwie verspürt er an diesem Tag keine Lust zu fliegen. Das ist eher ungewöhnlich. Seit Beginn seiner Ausbildung hat er mehr als 1000 Flugstunden absolviert und alles dafür getan, sich zum Militärflieger erster Klasse zu qualifizieren. Seine Frau reicht ihm Putzmittel. Mach bitte diese Seite, die andere ist schon fertig. Als hätte er das nicht gesehen. Und so steht Hauptmann Boris Kapustin auf der Leiter und putzt an einem Mittwochvormittag Fenster. Es ist sein letztes Jahr in der Westgruppe der Roten Armee. In wenigen Wochen soll er mit Frau und Sohn in die Sowjetunion zurückkehren. Es ist schön hier, freust du dich auf zu Hause, fragt er Galina. Ja, irgendwie schon. So gut wie hier werden wir es nicht mehr haben, Galinutschka. Ich weiß. Sie leben für sowjetische Verhältnisse privilegiert. Der Dienst in der Westgruppe in Deutschland ist um einiges luxuriöser als an anderen Orten und die Offiziere dürfen im Unterschied zu den einfachen Soldaten ihre Familien mitnehmen. Die Kapustins haben es besonders gut getroffen. In Fino, einem ruhigen, fast idyllischen Städtchen nahe Eberswalde, leben sie im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte in einer Fliegersiedlung am Ortsrand. In der Etage über ihnen ist technisches Personal des Luftwaffenstützpunkts untergebracht. Mit seinem Co-Piloten Juri Janow versteht er sich gut. Seit Jahren fliegen die beiden gemeinsam. Sie sind gleich alt. Janow hat wie er Familie, lebt mit Frau und zwei kleinen Kindern in Fino. Kapustin und Janow waren die ersten, die vom Kommandanten für besondere Leistungen geehrt wurden. Die 60er Jahre sind geprägt vom Wettlauf der Supermächte um den Vorsprung bei Waffentechnologien und Raketenantrieben, letztendlich um die Vorherrschaft im Kosmos. Die UdSSR hat 1957 mit dem Sputnik den ersten Satelliten im Weltall einen Schock im Westen ausgelöst.
Vier Jahre später, Juri Gagarin als erster Mensch die Erde umkreist, ist klar, die Sowjetunion hat einen immensen Vorsprung. Jetzt geht es darum, wer als erster den Mond erreicht, die USA oder die UdSSR. Teil des Wettlaufs um Raketentechnik ist auch die Entwicklung von Jagdflugzeugen wie der Jag-28P. Jederzeit bereit, über Westdeutschland zu kämpfen, sollen die hochmodernen Flugzeuge den Gegner einschüchtern. Die ersten Maschinen dieses Typs stehen im April 1966 bereits kampfbereit in Köthen in Sachsen-Anhalt, keine 100 Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt. Fünf weitere haben Boris Kapustin und seine Kameraden am 3. April aus der Sowjetunion geholt. Doch bei der Überführung gab es Probleme mit Kapustins Maschine. Statt direkt nach Köthen zu fliegen, mussten sie auf dem Stützpunkt in Fino zwischenlanden. Galina Kapustina hat sich erschreckt, als sie den Schlüssel viel früher als erwartet in der Tür hörte. Borja, was ist passiert? Fragte sie. Ihr Mann hatte ein schwarz verschmiertes Gesicht. Stell dir vor, ein Motor hat versagt. Mit dem zweiten haben wir es gerade so hergeschafft. Seitdem versuchen die Monteure in Fino, das Flugzeug wieder startklar zu machen. Mehrmals schon wurde Kapustin zum Flugplatz gerufen, weil die Maschine angeblich wieder einsatzfähig war. Dann wurde der Start erneut verschoben. Kein Wunder also, dass er am Vormittag des 6. April unruhig ist. Nun, Befehl ist Befehl und auf dunkle Vorahnungen von Soldaten wird in keiner Armee der Welt Rücksicht genommen. Boris Vladislavovich, wir haben es eilig. Die anderen Flieger fahren lachend an ihm vorbei zum Flugplatz. Als letzter kommt sein Co-Pilot Jurijanow. Los, ruft er, wir fliegen endlich. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Kapustin zögert. Borja, du musst los, drängt nun auch Galina. Ach lass, die hole ich schon ein. Er steht auf, küsst seine Frau flüchtig und geht schnellen Schrittes in Richtung der Hangars. Kapustin hat noch keine 20 Schritte zurückgelegt, da dreht er sich plötzlich um, geht zurück, küsst seine Frau innig und umarmt sie fest. Dann reißt er sich los, doch nach wenigen Schritten dreht er sich erneut um, kommt wieder und umarmt sie noch einmal, noch fester als vorher. Nun ist aber gut, Borja. Sie streicht ihm über die Wange. Was ist bloß los, fragt sich Galina Kapustina, so ist er doch sonst nie. Laut sagt sie, Borja, du kommst zu spät, alle sind schon fort. Keine Sorge, sie werden nicht ohne mich losfliegen. Und so geht Boris Kapustin an diesem 6. April schnellen Schrittes hinüber zum Flugplatz. Borja, ruft Galina ihm hinterher, du bist nicht du selbst. Wahrscheinlich brauche ich Urlaub, ich bin müde. Bald darauf stehen Kapustin und Janow mit der Jag-28P startbereit auf dem Rollfeld. Neben ihnen eine zweite Maschine desselben Typs. Sie sollen gemeinsam nach Köthen fliegen. Die Triebwerke laufen warm, die Piloten warten auf die Starterlaubnis. Alles ist wie immer. Kapustins Unruhe weicht professioneller Konzentration. Pajecheli, auf geht's, ruft er, als er den Befehl zum Start bekommt. Sie rollen los, beschleunigen und wenige Sekunden später, um 15.24 Uhr, heben die beiden Jag-28P endlich ab, durchbrechen die geschlossene Wolkendecke. Die Piloten sehen den strahlend blauen Himmel. Kurze Zeit später erreichen sie die Flughöhe von 4000 Metern. 200 Kilometer bis Köthen, 600 km/h, keine große Sache für die beiden Flugzeuge. Kapustin und Janow übernehmen die Führung und gehen auf Kurs. Doch plötzlich beginnen die Triebwerke ihrer Maschine erneut zu stottern. Kapustin gibt dem folgenden Flugzeug den Befehl, weiter rechts zu fliegen. Die Distanz zwischen den beiden beträgt jetzt 100 Meter. Kapustin und Janow fallen zurück. Der Pilot der zweiten Jag versteht das als Hinweis, sich an die Spitze zu setzen. 1,5 Minuten später kann er die Jag von Kapustin und Janow nicht mehr sehen und spricht die Kameraden über Funk an. Ich höre, antwortet Kapustin. Sehen Sie uns? Fragt der andere. Nein. Das ist das Letzte, was er von Kapustin mitbekommt. Bei dessen Jag sind zu diesem Zeitpunkt beide Triebwerke komplett ausgefallen. Die Maschine kommt ins Trudeln, immer schneller sackt das Flugzeug. Kapustin und Janow sehen die Häuser West-Berlins unter sich, immer näher kommen Straßen, Autos, Menschen. Judah, wahrscheinlich musst du jetzt springen. Janow antwortet, Boris Vladislavovich, ich bleibe bei Ihnen. Judah, spring, Kommandeur, ich bleibe. Die Piloten sehen noch den kahlen Grunewald, die stark befahrene Heerstraße mit der Brücke über den Stößensee, die Havel. Kurz darauf, 15 Minuten nach dem Start in Fino, ragt nur noch das Heck des Düsenjägers aus dem Wasser und Kapustin und Janow hängen tot in der Kanzel, tief im Schlamm der Havel.
Das ist der Beginn einer Geschichte, die uns jetzt beschäftigen wird. Aber zunächst würde mich tatsächlich interessieren, wie sind Sie denn zu dieser Geschichte gekommen? Und was war der Antrieb, ein Buch darüber zu schreiben? Tatsächlich Zufall, das soll es geben. Als Journalisten lernt man in der Journalistenausbildung, dass man die Augen offen halten soll, denn gute Geschichten liegen auf der Straße. In diesem Fall hingen sie am Brückengeländer. Also wir waren privat in Spandau unterwegs an der Heerstraße und da gibt es eine kleine Gedenktafel. Und wir haben das ganz zufällig gesehen und ich habe mich über die Inschrift gewundert. Da wird eben an Kapustin und Janow erinnert als an ihre Tat in Zeiten des Kalten Krieges. Ich habe mich noch gewundert, dass Kalter Krieg in Anführungsstrichen steht und habe dann mal gegoogelt, wer das denn eigentlich war. Und da kam ich sehr schnell, ich hatte nie davon gehört, von diesem Vorfall. Und dann kam ich beim Googlen sehr schnell auf seine Witwe in Rostov am Don, die Lehrerin ist und noch in Schulen geht und erzählt von ihrem Mann und von diesem Vorfall. Und da ich kurz darauf sowieso in Russland war und eine andere Geschichte gemacht habe, bei der ich sehr flexibel war in der Wahl, wo ich das mache, das war eine große Sendung über die Russen und ihre Datscha, habe ich gedacht, das ist doch eine super Gelegenheit, dann mache ich das mal in Rostov und gucke, ob ich mit der Witwe sprechen kann. Und die war gerade im Krankenhaus, aber war spontan total bereit, mit mir zu reden und mich zu empfangen, hat mich dann da sehr, sehr nett an der Aufsicht vorbeigelotst auf die Etage im Krankenhaus und wir haben ungefähr 2 Stunden gesprochen. Und dieses erste Kapitel, was sich ja ein bisschen liest wie Fiktion, das ist in den Details eben, beruht das auf diesem Interview, also mit der Katze und der Schilderung und so weiter, ne? Diesen Details, da ist also nichts erfunden, wie generell. Hat auch noch eine Menge dazu beigesteuert an, genau. Details, und wir haben das mehrfach hin und her gespielt, den Text mit denen. Und eben, also ich muss ehrlich sagen, diese sehr einnehmende und sympathische Dame war der wesentliche Grund, dass wir dann die Geschichte weiterverfolgt haben, weil sie uns weiterverwiesen hat an ihren Sohn, der gleichfalls bei der Armee war, aber schon in Rente ist oder auch da schon war, als wir vor 3 Jahren angefangen haben, uns mit der Geschichte zu beschäftigen. Und es gibt eben eine junge Historikerin, die sich dafür eingesetzt hat, dass diesen beiden Piloten ein Denkmal gesetzt wird, da werden wir sicher noch drüber reden. Und so fächerte sich das Ganze auf, dann haben wir auch mal gecheckt, woher eigentlich diese Tafel da am Stößensee kommt, haben rausgekriegt, dass in West-Berlin, also erst wirklich Anfang der 90er Jahre nach der Wende, ernsthaft erinnert wurde an die beiden. Dann haben wir rausgekriegt, dass es in Eberswalde, in Finow, sowohl in Finow als auch in Eberswalde selbst Menschen gibt, die erinnern an die beiden, dass das aber alles sehr auf einem sehr inoffiziellen und ich würde mal sagen amateurhaften Niveau auf der Initiative von Einzelnen beruht. Und dass es aber auch Beziehungen gibt eben zwischen denen, die sich in Deutschland einsetzen und den Russen ihrerseits, und da kriegte das dann so eine Eigendynamik und wir wurden irgendwie auch Teil der Geschichte, weil wir dann von den Russen gesehen wurden als Vertreter der Deutschen, die sich eben interessieren und das Heldengedenken hochhalten. Und andererseits wollten dann die Deutschen immer, dass wir irgendwas übermitteln, den Angehörigen. Und dann haben wir außerdem schon mal eine Radiosendung gemacht. Dann kamen irgendwie ganz viele Hörer, die sich interessierten, die unbedingt spenden wollten, damit die auch in Deutschland ein Denkmal bekommen. Und das war eine sehr vielfältige Geschichte und ich glaube, man könnte da immer noch weiter recherchieren. Und der Herr Abraham, eben der Feuerwehrtaucher, der hat sich auch selbst gemeldet als Ergebnis einer Sendung, die wir gemacht hatten. Wobei das Andenken hier in Deutschland ist durchaus zwiespältig und teilweise auch nicht wirklich gewollt. Also diese Tafel, die da am Stößensee hängt, auf dieser Brücke hängt, ich weiß nicht, ob Sie mal auf der Brücke waren, aber das ist eine Hauptverkehrsstraße, da guckt keiner auf diese Tafel. Und ich denke, wenn Sie da waren, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen die überhaupt schon mal wahrgenommen hat, zumal da seit Jahren noch ein Zaun vorsteht, der den Bürgersteig schmaler macht. Ja. Das ist das eine. Dann ist diese Tafel vom Bezirk Spandau,
genau dort aufgehängt worden, aber der Vatersname ist falsch. Dort steht Boris Wladimirovich Kapustin, er heißt aber Wladislawowitsch. Das ist also auch komplett schlampig, dem einfach den falschen Namen zu geben. Die damals mittlerweile russischen Kommandantur wurde nicht eingeladen, an der Enthüllung teilzunehmen. Ich glaube 1992 ist die Tafel enthüllt worden. Und auch die Westberliner Presse wurde nicht so richtig informiert. Also der Bezirk Spandau stand da nicht dazu, diese Tafel da aufzuhängen, obwohl 1992 ja alles sehr harmonisch schien und jeder wollte jetzt mit Russen und Russland befreundet sein. Wir erinnern uns an diese Zeit, als Boris Jelzin und George Bush sich mit Vornamen genannt haben und Cowboystiefel getauscht haben und solche Sachen. Auf den Aspekt kommen wir später nochmal vertieft zurück. Das hatten Sie jetzt angedeutet, das Ganze ist jetzt keine historische Abhandlung, die auf Quellen basiert. Sie basiert schon auf Quellen, und zwar auf Zeitungsquellen und auf Radiomitschnitten, aber sie basiert nicht auf Dokumenten aus Archiven, weil, wie man sich vorstellen kann, das Ganze ziemlich geheim gehalten wurde. Zumindest was die sowjetische Seite anbelangt. Ich glaube, auf britischer Seite gibt es Dokumente, die hat, glaube ich, der Kollege aus dem Alliiertenmuseum, Bernd von Koska, eingesehen. Lassen Sie uns noch mal zu diesem ganzen Ereignis zurückkommen. Denn irgendwie, es gibt bis 1992 keine richtige Erinnerung. Ja, woran liegt das? Es liegt ja daran, dass dieses Unglück über West-Berlin passiert. Und die West-Berliner ja eine durchaus gespaltenes Verhältnis zur Sowjetunion haben oder zumindest zur Sowjetarmee, die ja nicht, das ist ja nicht das einzige Mal, dass irgendwie ein Flugzeug über West-Berlin fliegt, sondern es ist ja quasi ein tägliches Ritual, dass da irgendwie sowjetische Jagdflugzeuge über West-Berlin fliegen, durch die Schallmauer durchbrechen, gibt es einen großen Knall und irgendwie regen sich alle darüber auf. Fenster gehen auch kaputt. Teilweise. Genau, aber passieren tut ja in dem Sinne nichts, also nicht viel. Und das wäre jetzt die Frage, was sagt uns eigentlich dieser ganze Vorfall über das Verhältnis zwischen West-Berlin und den Sowjets aus? Ganz kleine Korrektur, also wir haben tatsächlich das, was öffentlich ist in Russland bzw. der Sowjetunion über diesen Fall aus dem Archiv, das haben wir verwendet. Der Sohn hatte Zugang im Archiv, auch nur aufgrund von Verbindungen, weil er selbst bei der Armee war. Aber das ist natürlich auch die Frage, was da gefiltert wurde und was ihm halt kredenzt wurde. Ich selber hielt dann in der Begegnung mit ihm ihn selber schon für sehr glaubwürdig in dem, was er uns erzählt hat. Wir haben rekonstruiert, was dann nach dem Absturz 66 bis ungefähr 68, aber auch in den ersten Tagen und Wochen passiert ist eigentlich als Reaktion, wie die Zeitungen geschrieben haben, wer wie berichtet hat. Und erstaunlich war natürlich, dass, also man kann schon ablesen damals, kalte Kriegssituation, also die Springerblätter schäumten, die DDR-Agenturen hielten sich erstmal zurück, dann kam eine TASS-Meldung aus Moskau von der offiziellen Nachrichtenagentur, das war dann praktisch die Sprachregelung, die kam nämlich mit der Geschichte, die beiden haben den Befehl gehabt, sich zu retten mit dem Schleudersitz, haben aber aus eigenem Ermessen sich geweigert, um eben Menschenleben zu retten und haben das Flugzeug weggeflogen aus besiedeltem Gebiet und gezielt in den sehr schmalen Stößensee gelenkt. Und diese Phase, und genau diese Schilderung ist eben, das werden wir, was im Einzelnen passiert ist, Thomas hat ja eben den kurzen Dialog aus der Kapsel vorgelesen, das wissen wir natürlich auch nicht, ob das genau so passiert ist, ne, bis ins Detail. Und dann kam eben diese Heldengeschichte von der TASS und über die fand natürlich auch ihren Weg in die westlichen Medien und dann hat tatsächlich Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister, in seiner, ich weiß nicht, ob sich von Ihnen jemand erinnert, damals gab es immer die monatliche Schuhdrückrede, wo uns der Schuh drückt, die wurde im Fernsehen ausgestrahlt und auch im Radio und da hat also Willy Brandt und zwar
auf Wunsch eines Bürgers in West-Berlin, der ihn dazu aufgefordert hat, daran erinnert, eben an diese Tat. Und der Text, den Willy Brandt verwendet in der Rede, das ist auch im Groben das, was sich dann später auf dieser Tafel findet am Stößensee. Aber es nimmt wirklich absurde Züge an. Irgendwann kriegt dann nämlich ein Bezirksamt, ich glaube Charlottenburg, kriegt Post von einer Leningrader Schule, die ein Schulmuseum, wie es die so viel gibt in Russland, in russischen Schulen und in der Sowjetunion damals, so ein kleines Heimatmuseum, die hatten gesagt, so, wir kümmern uns jetzt um das Andenken dieser beiden Piloten und haben geschrieben an die lieben Kameraden in Charlottenburg. Und das ist sehr lustig, wie dann, das haben wir eben auch in Archiven hier im Landesarchiv in Berlin gefunden, wie dann die Behörden umgingen mit diesem handgeschriebenen, sehr naiven Brief aus Leningrad und der Bitte, doch irgendwie Material zu bekommen und so. Da merkt man an der Reaktion, dass die Westberliner A überhaupt gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen und B auch nicht gewillt waren, damit umzugehen, weil es sie auch in eine Position gebracht hätte der internationalen Politik, wo West-Berlin gar nicht befugt war, das überhaupt zu betreiben. Also es war alles sehr, sehr unbeholfen, würde ich sagen. Ja, und die Situation war aus mehreren Gründen heikel. Dieses Flugzeug, was da in den britischen Sektor gestürzt ist, war voller geheimer Technik. Die hatten eine Freund-Feind-Kennung an Bord, die sowjetischen oder im gesamten Ostblock verwendet wurde. Das heißt, diese Codes waren nun in der Hände der Westalliierten. Die Briten, es sind auch sofort sowjetische Soldaten und Offiziere angekommen, unter anderem hier aus Karlshorst, aber auch vom Ehrenmal im Tiergarten sofort abgezogen worden. Dort waren ja sowjetische Soldaten auf Westberliner Gebiet. Die sind von den Briten und den Amerikanern abgeschirmt worden, dass die nicht sehen, was die da unten mit dem Flugzeugwrack machen. Und die haben das versucht, da rauszukriegen aus dem Schlamm. Der Stößensee ist nicht tief, der ist 3 Meter tief. Das heißt, das Ding lag wirklich im Schlamm. Der Feuerwehrtaucher erzählt es sehr, sehr plastisch, wie sie da eigentlich nichts reißen konnten. Da konnte man nicht schwimmen, nichts. Das war nur Schlamm. Und die haben diese Freund-Feind-Kennung ausgebaut. Am nächsten Tag waren dann auch britische Spezialtaucher schon da und haben das Ding komplett auseinandergenommen. Und gleichzeitig lief in Moskau der Parteitag der KPdSU, auf dem Brezhnev sich zum Generalsekretär küren lassen wollte. Und das sollte ein großes Fest werden. Und diese beiden Piloten haben ihm komplett die Show verhagelt, weil natürlich jetzt die Geheimnisse und der Vorsprung in der Raketentechnik bei den Briten und Amerikanern lag plötzlich. Das ist der Grund, warum lange gewartet wurde und warum es dann so eine komische Diktion gab, die von TASS verbreitet wurde und dann halt ihren Weg in die Geschichtsschreibung gefunden hat, von der wir nicht wissen, ob das stimmt oder nicht, aber die dafür gesorgt hat, dass die so komische Helden werden. Also die haben keinen vaterländischen Verdienstorden bekommen, die haben posthum, die haben einen Rotbannerorden bekommen, was eher so ein mittelprächtiges Teil ist, habe ich mir sagen lassen. Ich war in der Zeit nicht in der Sowjetunion, verständlicherweise. Aber das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Und ich persönlich stell diese ganze Geschichte auch, also wir sind da unterschiedlicher Ansicht, wie dieses Flugzeug da runtergekommen ist. Es gibt Augenzeugen, die berichten, dass er wirklich getrudelt ist und dann relativ steil, in einen relativ steilen Winkel rein ist. Die Legende erzählt uns aber über Chansons, über einen Film, der da gemacht wurde und so. Es gibt einen berühmten Chanson, vielleicht kennen die Älteren von Ihnen den, von Edita Piecha. Ich habe den Titel des Songs vergessen. Der riesige Himmel. Der riesige Himmel, genau. Und da fliegen die halt auf diese Brücke zu, ja, was bedeutet, sie wären waagerecht halbwegs geflogen, und dann sehen sie das und dann sehen sie Spandau und dann sehen sie die Häuser und dann sehen sie den Birkenwald, da ist rundherum kein Birkenwald, und dann stürzen sie da heldenhaft rein und retten die Bevölkerung West-Berlins. Und ich glaube allerdings, wenn man aus über 4000 Meter Höhe mit einem Düsenjäger ohne Antrieb runterfällt, da steuert man nicht mehr viel. Das ist Glück. Der Stößensee ist 300 Meter breit. Aus der Höhe bei geschlossener Wolkendecke das Ding gezielt zu treffen mit einem Flugzeug, was nicht mehr fliegt, mit einer Rakete eigentlich, die nicht mehr fliegt, halte ich für wahnsinnig. Also ich weiß nicht, ob die so gute Flieger waren. Vielleicht waren sie es, ja.
Ich weiß aber auch nicht, ob das mit so einem Flugzeug überhaupt geht. Insofern sind schon am Anfang, auch durch die Situation, die in West-Berlin war, ich meine, 5 Jahre vorher war Mauerbau, es war 65 die Bundestagssitzung in der schwangeren Ausnahme im Kongresszentrum, es war eine hoch angespannte Situation, wir waren vor dem Passierscheinabkommen. Es war wirklich kälter Krieg ohne großartige bilaterale Verständigung. Und all diese Legenden sind, glaube ich, dieser Situation geschuldet. Und das macht es so spannend, das zu betrachten heute, finde ich. Das Ereignis macht ja im Sinne auch die Erinnerung dann. Aber ich glaube, ich würde, bevor wir jetzt zur Erinnerung überswitchen, weil jetzt ganz viele Dinge auch schon eigentlich angesprochen wurden, die Erinnerung betreffen, würde ich Ihnen im Saal nochmal die Gelegenheit geben, ob Sie noch zu diesem historischen Ereignis des Absturzes an sich noch Fragen haben. Und ja, die Kollegin hat ein Mikrofon und wenn Sie da Fragen haben, würde ich Sie bitten, sich zu melden und dann können wir darüber sprechen. Jetzt geht's aber los hier. Mal sehen, ob wir zu den anderen Sachen noch kommen. War diese Route, die das Flugzeug genommen hat, grundsätzlich über West-Berlin, war das eine normale Route oder wie hätte eigentlich dieses Flugzeug fliegen müssen? Die sowjetischen Flieger haben sich nicht an Routen gehalten, teilweise. Naja, es war schon ziemlich direkte Linie zwischen Fino und Köthen, was der Zielflughafen war. Und um auch noch kurz Thomas zu widersprechen, weil er eben andeutete, wir sind unterschiedlicher Meinung, weil wir natürlich auch viel uns unterhalten haben und gestritten haben. Und ich denke, man kann es sich gar nicht festlegen, sind das jetzt Helden oder sind das nicht Helden? Also ich halte es durchaus für möglich, dass die tatsächlich von ihrer Route abgewichen sind und versucht haben, den Kurs zu ändern Richtung Westen. Ob die jetzt aber das gemacht haben, weil sie Zivilisten retten wollten oder ob sie das gemacht haben, weil sie vielleicht auf dem kürzesten Weg DDR-Gebiet erreichen wollten oder ob sie wirklich auf dem Wasser landen wollten oder nicht, das wissen wir nicht. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass sie wirklich bewusst das Flugzeug eben aus dem Zentrum weggelenkt haben. Ja, es ist schön zu sehen, dass Sie sich untereinander auch nicht einig sind. Das finde ich, das ist mal so ein Einblick in die Schreibstube, das ist sehr, sehr schön. Sie hatten noch eine Frage. Das Mikrofon ist. Wir machen, ja, sorry. Gleich danach. Ja, also zur Frage der Flugroute. Ich meine, wenn die planmäßig oder noch besser unplanmäßig über West-Berlin geflogen sind, da gab es ja auch sonst noch ein bisschen Flugverkehr. Es gab Luftkorridore, die klar waren. Also deutsche Flugzeuge durften ja eh nicht fliegen, wenn Sie sich erinnern, die älteren. Es gab diese Luftkorridore nach Hamburg, nach Frankfurt, nach München, glaube ich, Frankfurt-Köln rüber. Es waren 3 Stück, die Alliierten benutzt haben in einer gewissen Höhe. Die Sowjets hatten andere Luftkorridore und haben mit ihren Düsenjägern aber regelmäßig des Territoriums West-Berlins oder der 3 westalliierten Zonen überflogen, eben auch, um dort mit Überschallknall die Bevölkerung ein bisschen in Angst zu versetzen oder zu halten. Gut, war das dann die Antwort? Wir wissen nicht, ob die Route offiziell war, dass jeder das weiß. Aber es gab also die Beschränkungen. Also es gab ja in West-Berlin auch sonst Flugverkehr von Alliierten, zivilen Luftverkehr. Wenn ich da mal so eben in 4 Kilometer Höhe drüber wegbrettere, ist das nicht ganz unkompliziert, könnte ich mir vorstellen. Naja, aber ich denke, die Höhe von 4000 Meter, also die Höhe, die Flughöhe, in der die von Fino nach Köthen fliegen sollten, die war vorgegeben vom Tower. Ja, das sicherlich. Das mit Sicherheit. Es gibt in der Alliierten Kommandantur gibt es ein Berlin Air Safety Center, also das heißt das Berliner Luftsicherheitszentrum, wo alle 4 Alliierten zusammensitzen und wo sie sich abstimmen über die Flüge. Und deswegen. Das war
vor 2 Wochen, dass das so die letzte Institution gewesen ist, genau, die funktioniert hat. Genau, das war eine Institution, die tatsächlich, wo alle 4 Alliierte bis zu Ende gearbeitet haben. Wenn bei einem Yachtflugzeug in 4 Kilometer Höhe die Triebwerke ausfallen und sonst aber nichts, selbst wenn der ein Gleitverhältnis von 1 zu 10 hat, also wenn der auf 10 Meter Entfernung 1 Meter Höhe verliert, dann würde er noch 40 Kilometer weit kommen. Also wenn nur die Triebwerke ausfallen und sonst nichts, die Steuerung insbesondere nicht, dann sollte er da eigentlich noch wegkommen. Tja, da ist der Punkt. Und die sowjetischen Archive sind zu, wir kommen nicht an das Material, wir kommen nicht an den Flugschreiber ran, wenn es einen gibt. Ja, dann habe ich eine Frage. Man kann natürlich jetzt aus der heutigen Sicht viel spekulieren. Gab es damals Flugschreiber oder nicht, wurde der geborgen? Wenn ich auf der Landkarte sehe, Fino, das ist ja nordöstlich von Berlin und der Grunewald ist ja dann einmal quer durch. Also die müssen ja einmal quer durch Berlin geflogen sein von der Luftlinie her, also von der Linie. Aber für mich ist die Frage, was ist denn mit den Piloten passiert? Die sind ja da beide da reingestürzt. Was ist mit den sterblichen Überresten? Wurden die zurückgeführt? Wurden die geborgen oder ist da überhaupt nichts mehr übrig? Was ist denn anschließend mit der Hochtechnologie, also sprich, was ist mit dem Flugzeug passiert? Das wird ja da auch in mehreren Trümmern zerschellt sein. Wurde es komplett, also sprich in Einzelteilen dann wieder zurückgegeben oder und wenn, dann wann? Das sind alle so eine Fragen, die würde ich dann mal stellen. Danke. Der Boden des Stößensees wie der Havel insgesamt ist sehr schlammig. Deswegen ist tatsächlich dieses Flugzeug nicht zerschellt, sondern da reingerammt sozusagen. Aber wegen des Aufpralls trotzdem sind also die beiden Piloten da, also Herr Abraham pflegt immer zu sagen, da ist dann nicht mehr viel übrig. Die haben diese Schutzanzüge und wurden aber auch, weil dieses Flugzeug eben so schwer und so tief im Schlamm war, dauerte das eine Weile, die zu bergen. Am nächsten Tag, ich glaube, das hat so ungefähr 24 Stunden gedauert, wurde das wirklich alles gehoben und die beiden Leichname wurden geborgen und wurden dann mit militärischen Ehren auch der Sowjetunion übergeben und dann durch West-Berlin nach Ost-Berlin transportiert und dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag in ihre Heimatstädte Rostow und Wjasma überführt und da gab es dann auch große feierliche Begräbnisse, an die sich eben die Witwe auch erinnert, was sie auch geschildert hat. Und mit dem Wrack war es ein bisschen komplizierter, da wurde tatsächlich natürlich, also es kamen dann britische Spezialtaucher, die wurden extra eingeflogen und die haben das, was interessant war, nämlich diese Freund-Feind-Kennung und auch noch ein paar andere Sachen unbemerkt von den Sowjets ausgebaut, haben das untersucht und dann später wieder eingebaut, aber wohl auch nicht ganz vollständig. Es gab dann Klagen von sowjetischer Seite, dass was fehlen würde und das nicht heißt das Stück, sondern andere Dinge. Und die Reste des Wracks, die wurden dann auch Wochen später übergeben. Das war aber auch eine wirklich heikle Sache. Das wurde auf der Havel dann in der Mitte der Havel, wo eben die Sektorengrenze war, wurde das gemacht und dann gab es noch ein Tauziehen um Meter, wer da eben wem entgegenkommt und es war auch eine sehr heikle Sache, aber das Wrack wurde ausgeliefert. Aber erst Ende Mai, also es hat Wochen gedauert, bis sie die Wrackteile übergeben haben auf der Havel, unten bei Klaatu. Dieses Exponat, jetzt habe ich keine Handschuhe, ich fasse es trotzdem an, darf ich? Ja. Ich bin ja der Chef. Ne? wenn Sie sich das angucken, das ist so richtig Trophäe. Also wir wissen, das ist alles immer so ein bisschen unsicher, ob es jetzt wirklich original ist. Aber mal gesetzt den Fall, es ist. Also hier hat einer diese Holzplatte zubereitet, dann dieses Rotorblatt da rein gepiekst. Das kann man sich auf den Tisch stellen. Wir wissen nicht, wie viele davon angefertigt worden sind, aber ist denkbar, dass das mehrere sind, also sozusagen ein kleiner eingeweihter Kreis, der da jetzt also irgendwie mit dem Wrack zu tun hat und schon ein paar Tage.
richtet das so her. Und wir haben es dann auch auf verschlungenen Wegen bekommen. Aber das ist so klassisch Devotionalien, in dem Fall aber mit diesem Trophäencharakter. Wir waren da dran. Das ist nicht der Flugschreiber, es ist nicht Freund-Feind-Kennung, es ist, ob es ein Rotorblatt ist, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine Zierleiste. Ne? Aber eben ein originales Teil. Und das steht dann sozusagen diskret im Dienstzimmer irgendwo hinten auf dem Regal und dann ist es auch nicht weiter beschriftet. Da steht ja gar nichts drauf, auch unten nicht und so. Ne? Also es bleibt so ein bisschen so geheim. Und das ist auch hier sagenumwoben. Ja? Also irgendwann müssen wir mal eine Materialprüfung machen, ob das überhaupt aus der Zeit ist. Na, aber also auch da sind wir jetzt als Museum versucht, die nächste Legende zu strecken. Ja, also deswegen, jetzt wird hier schon fotografiert, bitte nicht gleich posten, Museum hat Original Rotorblatt oder so. Wie original das ist, wissen wir nicht. Aber was sicher ist, dass dieses Teil, ich hab mal ein bisschen reingezoomt hier, was der Abraham da in der Hand hat. Warten Sie mal, da ist es. Da können Sie sehen, wie verbogen das Stück Blech ist. Und dann sehen Sie, welche Kräfte da gewirkt haben beim Absturz. Und die Leute, die das gesehen haben, die Bergung, die beschreiben das sehr eindrucksvoll, wie das Wasser plötzlich so rot blubberte, als sie das Wrack bewegt haben. Und das ist das Blut der Piloten, die da in ihren Anzügen hingen und was nun quasi nach oben gekommen ist durch die Bewegung. Das Teil ist, würde ich mal sagen, original. Da ist auch auf der Rückseite noch so Gummiisolation oder sowas drauf. Es ist komplett verbogen, es ist nicht als Trophäe aufgearbeitet. Vielleicht kann man eine Materialprobe machen, gucken, ob das ähnlicher Stahl ist oder ich weiß nicht, ob für Rotorblätter ein anderes Material verwendet wurde als für die Außenwand, könnte ich mir wiederum auch vorstellen. Aber dieses Teil ist original, das ist, glaube ich, sicher. Und das liegt gar nicht in einem Museum, das liegt im kleinen Feuerwehrmuseum von Klaus Abraham, was er sich in seinem Keller eingerichtet hat. Da können Sie noch andere Feuerwehrdevotionalien sehen und ist quasi das Prunkstück dort. Ich geb euch die Telefonnummer. Das Nicht-Posten ist tatsächlich schon geschehen. Das ist tatsächlich das Objekt des Monats im Museum Berlin-Karlshorst. Das heißt, das Museum hat ein Objekt, was es jeden Monat aus seiner Sammlung vorstellt und aus Anlass dieser Lesung oder dieser Buchvorstellung heute Abend ist dieses Objekt das Objekt des Monats im September. Von daher ist es öffentlich. Aber lassen Sie uns jetzt einfach weitergehen zur Erinnerung, weil die ist jetzt immer wieder irgendwie angesprochen worden in einzelnen Punkten, aber vielleicht kriegen wir das so ein bisschen zusammen, dass wir so ein Bild formen, was jetzt die Erinnerung ist und die Erinnerung in Deutschland, die Erinnerung in Russland. Und dazu würde ich auch wieder sagen, einen kleinen Vorspann, der uns, also einen kleinen Auszug aus dem Buch, der uns deutlich macht, was in Russland die Erinnerung, auf was die Erinnerung in Russland basiert. Nee, ist in Ordnung. Vielleicht vorweg, ich erzähle was vorweg und dann lesen wir. Okay. Wir haben ja schon gesagt, es ging wertvolle Technik verloren. Das war der Grund, weswegen diese Piloten eben nicht zu Helden der Sowjetunion erklärt wurden. Und in den 60er, 70er Jahren waren es dann vor allen Dingen Enthusiasten, die Witwe, Angehörige, die die Erinnerung wachgehalten haben an dieses Ereignis. Dann kamen die 90er Jahre in Russland, wo eben vieles auf den Kopf und auf den Prüfstand gestellt wurde. Und da wurde auch geguckt, ob die Helden der Sowjetunion, auch wenn es kleinere Helden waren, denn wirklich Helden waren. Und da druckte damals die Komsomolskaja Pravda, eines der Boulevardblätter, einen Artikel, in dem stand, dass die beiden mitnichten Helden gewesen seien, sondern dass sie übermütig gewesen seien, Kunststücke in der Luft gemacht hätten mit einer Maschine, die sie nicht beherrscht hätten, und dann sei die abgestürzt. Und dieser Artikel sorgte dafür, dass der Sohn von Kapustin sich an das Archiv gewandt hat, um eben rauszukriegen, ob sein Vater wirklich ein Held war oder nicht. Oder ob diese Legende, mit der der Sohn selber aufgewachsen ist, ob das eigentlich eine Lebenslüge war für ihn. Und er
ist da, hat er mir gesagt, mit sehr gemischten Gefühlen reingegangen, denn er wusste natürlich, das wiederum hat er mir so nicht gesagt, er wusste natürlich, dass in der Sowjetunion durchaus auch Legenden gestrickt wurden. Und dazu lese ich jetzt kurz was vor. Die Sowjetunion hatte schon eine Reihe erfundener Heldengeschichten hervorgebracht. Am berühmtesten ist die Legende der 28 Panfilow-Infanteristen. Sie spielt im November 1941 in der Nähe von Wolokolamsk, etwa 100 Kilometer westlich von Moskau beim Dorf Dubosjekovo. Dort sollen 28 sowjetische Soldaten der Einheit von Generalmajor Iwan Panfilow 4 Stunden lang den Vormarsch der Wehrmacht aufgehalten haben und das lediglich mit Handgranaten und Molotow-Cocktails. 18 deutsche Panzer hätten sie vernichtet, 27 Panfilowze seien im Kampf gefallen, einer habe die Geschichte noch einem Reporter erzählt und sei anschließend gestorben, schrieb die Armeezeitung Krasnaja Zvezda damals. 1942 erhielt Generalmajor Panfilow posthum den Orden Held der Sowjetunion. Bereits 1948 entlarvte der sowjetische Militärstaatsanwalt die Geschichte als plumpe Erfindung der Armeezeitung. Trotzdem wurde die Legende gepflegt, bis 2015 der Direktor des Staatsarchivs, Sergei Mironenko, das Ganze erneut als Fiktion bloßstellte. Sehr zum Missfallen des damaligen Kulturministers Wladimir Medinsky. Diejenigen, die mit ihren dreckigen, fettigen Fingern in der Geschichte von 1941 herumwühlen, schimpfte er nach den Äußerungen des Archivchefs, sollte man mit der Zeitmaschine in die Gräben von damals mit einer Handgranate gegen faschistische Panzer schicken. Meine Überzeugung, man soll mit dem widerlichen Beschmutzen dieses Themas aufhören. Der Direktor des Staatsarchivs räumte 2016 seinen Posten offenbar unter Druck. Für Medinsky war die Sache damit noch lange nicht erledigt. 2018 behauptete er plötzlich, der Bericht des sowjetischen Militärstaatsanwalts von 1948 über die Panfilow-Infanteristen sei ungenügend, weil er 7 Jahre nach der Veröffentlichung in der Armeezeitung Krasnaja Zvezda erschienen war. Außerdem seien neue Belege für die Richtigkeit der Geschichte aufgetaucht. Medinsky stützte sich auf Dokumente der russländischen Militärhistorischen Gesellschaft, der er selbst vorsteht. Die einflussreiche Organisation wurde 2012 vom Kultur- und vom Verteidigungsministerium auf Anordnung des russischen Präsidenten gegründet. Zu ihren Aufgaben gehört es unter anderem, historische militärische Errungenschaften populär zu machen, das Ansehen des Militärdienstes zu stärken sowie den Patriotismus in der Bevölkerung zu festigen. Auf ihrer Website wirbt die Militärhistorische Gesellschaft mit einem Zitat Wladimir Putins: Wir müssen alles tun, damit die heutigen Kinder und überhaupt all unsere Bürger stolz darauf sind, dass sie Nachfolger, Enkel, Großenkel von Siegern sind, damit sie die Helden ihres Landes und ihrer Familie kennen, damit sie verstehen, dass das ein Teil unseres Lebens ist. Die angeblichen Panfilow-Helden passen genau zu dieser Zielsetzung. Medinsky erklärte im Amtsblatt der Regierung, der Rassiyskaja Gazeta, es handele sich um eine legendäre Geschichte, die eine wahre Geschichte geworden sei. Es sei amoralisch, daran zu rütteln. Diese Leute sind ehrlich für ihre Heimat gestorben, sie seien Märtyrer. Auf den Vorbildern und den Namen dieser zivilen Heiligen ruht unsere nationale Identität, im Großen und Ganzen die zivile und historische Einheit des Landes. Medinsky will ein positives Bild der Vergangenheit vermitteln, Helden helfen dabei, Fakten stören nur. 2016 war ein mit reichlich staatlicher Unterstützung produzierter Film über die 28 angeblichen Panfilow-Helden in die russischen Kinos gekommen. Auch der Regisseur des Films äußerte sich im Sinne der offiziellen russischen Geschichtspolitik. Die Demaskierung und Entzauberung der Heldentaten ist sinnlos und unmoralisch. Die Sache beschäftigte sogar den Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow. Er erklärte, er verlasse sich auf Kulturminister Medinsky und der habe versichert, der Film komme der Realität am nächsten. Dieser Film ist besonders bedeutsam, wenn es um die historische Wahrheit geht. Medinsky freilich legte noch einen drauf. Er versprach, wer mit der Suche nach Wahrheit diese Heldentaten in Frage stellt, wird in der Hölle brennen. Jetzt kam in diesem kurzen Ausschnitt kam ganz viel Wahrheit, Helden und Heroismus.
Und das Ganze, wenn wir jetzt uns die Erinnerung an diese, Sie haben das ja schon teilweise angeschnitten, es ist ja so, dass kurz nach dem Absturz es nicht klar ist, was sind die beiden eigentlich? Sind die jetzt Opfer einer Katastrophe? Oder sind sie Helden, die eine andere Katastrophe verhindert haben? Und Willy Brandt in seiner Schuldrückrede, die Sie schon angesprochen haben, bedient sich ja des Narratives des Heldenhaften, der heldenhaften Rettung. Warum macht er das? Wir hatten ja das eben schon, die Situation war extrem angespannt und es hat ja nun keinen Sinn, an der Stelle Öl ins Feuer zu gießen. Ich denke, das ist einer der wesentlichen Gründe gewesen. Willy Brandt hat damals schon das Ziel gehabt, möglichst die, ich habe mal das Vergnügen gehabt, mit Egon Bahr darüber zu reden, vor langer, langer Zeit, hatte lange das Ziel schon, als er Bürgermeister wurde, die Situation in der Stadt für die Menschen zu entspannen. Insofern ist jetzt nicht nur der Sowjetunion dieser Absturz quer gekommen, sondern auch Willy Brandt. Ich meine, die Situation war gespannt genug. Vielleicht können wir auch an der Stelle sehen, warum das Thema im Westen so niedrig gekocht wurde. Also nach einer relativ schnell verfliegenden Aufregung in Zeitungen und Radio und Fernsehen ist das Thema bald verschwunden. Also meine Eltern haben Freunde, die hatten jahrzehntelang am Stößensee ein Boot liegen. Und als ich mit ihm gesprochen habe und gesagt, ach, wir schreiben übrigens ein Buch über dieses Flugzeug, was da in den Stößensee gefallen ist, hat der sich nicht erinnert. Der hat echt lange gebraucht, bis er sich daran erinnern konnte. Dieser Absturz ist verschütt gegangen. Und ich denke, das liegt unter anderem daran, dass keiner noch eine weitere Konfrontation riskieren wollte. Aber das ist Spekulation. Das Einzige, was wir rausgekriegt haben, also wir haben gesucht und gefragt und in der Senatskanzlei und ob es vielleicht doch irgendwie noch irgendwelche Notizen gibt oder Gespräche. Und das Einzige, was wir rausbekommen haben, ist, dass es halt relativ schnell einen Brief gab, ich glaube von einem Studenten oder jedenfalls von einem Normalbürger schon gleich damals im April, der sagte oder vorschlug, ich glaube der war es, also es gab mehrere Eingaben, man solle sammeln oder spenden für die Angehörigen. Und dann wird das eben so bearbeitet und kriegt Stempel und das Original von diesem Bearbeitungsbrief oder bearbeiteten Brief, das haben wir auch eingesehen. Und dann gab es mehrere Varianten einer Antwort oder was man damit macht. Und dann steht so ein Vermerk drauf, vielleicht in Schuldrückrede erwähnen oder so. Also ich denke, dass das so einfach zustande gekommen ist. Aber ja, ansonsten würde ich mich anschließen, es war ja typisch für Willy Brandt, dass er eben versucht hat, irgendwie die Wogen zu glätten. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum diese Sichtweise der TASS sich eigentlich dann in der die TASS war ja, die Nachrichtenagentur war ja nun nicht wirklich eine gute journalistische oder eine gute Quelle für Historiker, ja. Aber warum sich die Sichtweise, die dann ein oder zwei Tage nach dem Absturz verbreitet wurde, eigentlich die ist, die sich so als roter Faden durchzieht. Und man beobachtet damals übrigens, das fand ich interessant, genau das, was wir heute auch haben. Also das geht dann so, dass sich eben diese Echoräume gegenseitig verstärken. Also es war die TASS-Meldung, dann griff ADN das auf, also Ostberlin. Dann gab es eine Meldung in dem damaligen Blatt der Westberliner Kommunistischen Partei oder wie hieß es? Sozialistische Einheitspartei Westdeutschlands, SEW. Genau, die hatten ein Blatt, das hieß, du kannst dich immer besser... Es hieß die Wahrheit. Genau, es hieß die Wahrheit also, und in der Wahrheit gab es dann so einen Artikel mit dem Vermerk, wir danken den Helden und danken den Piloten. So, und das wurde dann als Westberliner Zeitung zitiert wiederum von den russischen Medien, die sagten dann, die Westberliner Bevölkerung spürt tiefe Dankbarkeit gegenüber den beiden Piloten. Das ist ungefähr so wie heute, wo russische Journalisten oder nicht schon, also ich möchte sie nicht als Journalisten bezeichnen, aber
wo irgendjemand von der AfD was sagt und dann heißt es, der Bundestag diskutiert das und das oder der Bundestag will das und das oder die Deutschen wollen das und das. Also es werden Randfiguren als maßgeblich dann für den Durchschnitt der Deutschen herangezogen. Ich glaube, da kommen wir dann später bei den Tücken nochmal drauf zu sprechen. Aber jetzt nochmal zur Erinnerung tatsächlich. Wir sehen irgendwie so in den 60er Jahren, das ist dann quasi der heldenhafte Status dieser beiden. Für West-Berlin verschwindet es schnell, es verschwindet, glaube ich, auch in Ost-Berlin und der DDR ganz schnell aus dem öffentlichen Raum. In der Sowjetunion wird in Rostow wird eine Straße nach Kapustin benannt, eine Schule nach ihm benannt. Für Janow in Wjasma ist es, glaube ich, eine Schule und jetzt erst irgendwie vor 5 Jahren oder so, eine Straße auch. Aber in Westdeutschland spielt es überhaupt keine Rolle. Das ist ja völlig nicht präsent. Ist es außerhalb dieser Räume Rostow und Wjasma in der Sowjetunion ein Thema? Ja, durch dieses Lied, was entstanden ist, diesen Schlager von Edita Piecha, da bin ich wirklich auch von Leuten drauf angesprochen worden, von Russen. Also als ich die Geschichte erzählt habe, dann mehrere haben gesagt, Mensch, da war doch irgendwie was. Und die kriegen dann nicht unbedingt den Schlager mit dieser Geschichte zusammen, aber da ist sowas im Bewusstsein. Das ist ja auch von Rashtisvensky geschrieben worden und der gehörte zu den Chistitsiatki. Die haben ganze Stadien mit Dichterlesungen gefüllt und der war der Autor dieses Textes. Also wir haben es hier mit quasi zwei Top-Künstlern der Sowjetunion zu tun gehabt in der Zeit. Das Ganze ist auf einem Liederfestival in Budapest vorgeführt worden, hat da Preise gewonnen und so weiter. Also dieses Lied kennt jeder ältere Bürger der Sowjetunion. In der DDR gibt es aber trotzdem ein Gedenken und das gibt es in Fino. Ja, es gibt einen Gedenkstein. Aber erst nach der Wende, soweit ich weiß. Genau, das ist erst nach der Wende entstanden. Also es war natürlich so, dass also dieser Absturz wie die vielen anderen, es waren natürlich Tabuthemen. Es war auch so, dass die Kontakte zwischen den Fliegern wie insgesamt zwischen den sowjetischen Soldaten und der Bevölkerung, das war ja alles sehr, sehr begrenzt und dementsprechend wurde über diesen Absturz in Eberswalde, wir haben da einen Zeitzeugen auch in unserem Buch, der sagt, er hat da nie von gehört, er hat das erste Mal durch unsere Sendung 2018 davon gehört. Aber es gibt in Eberswalde einen rührigen älteren Herrn, der dort in Eberswalde in einem Werk die deutsch-sowjetische Freundschaft mit sehr viel Engagement geführt hat. Die haben das überführt in die Brandenburgische Freundschaftsgesellschaft und ja, denen war natürlich also diese Freundschaft und was man da betrieben hat, das war ja oft auch, sagen wir, vorgegeben oder es gab Anregungen, diese Freundschaftsbegegnungen, die waren ja sehr offiziös und diesen Menschen kamen ihre Kontakte und ihre Freunde und ihre Themen einfach abhanden. Und dann wurde der Waldemar Hickel, heißt der, wurde aufmerksam gemacht von jemandem auf dieses Schicksal dieser Piloten. Und da gab es auch einen Gedenkstein, irgendwann in den 70ern wurde der angelegt, aber eben von der Roten Armee dort. Und er hat sich dann dieses Thema gesucht, hat sich selber dran gemacht, Kontakte herzustellen nach Rostow und nach Wjasma und hat für sich selber so ein kleines digitales Museum aufgebaut und hat sich da reingehängt und er hat da große Freude dran, aber es ist, und es wird eben jedes Jahr am 6. April gibt es auch eine Kranzniederlegung in Eberswalde auf dem Garnisonsfriedhof, da gibt es so einen kleinen Gedenkstein, aber da kommen eben ja zunehmend älter werdende Menschen, in den vergangenen Jahren dann Vertreter der russischen Botschaft, Vertreter der Linken kommen, aber das ist
eher ein kleines Gröbchen und hat nichts wirklich Offizielles. Dann gibt es noch eine Gruppe von Ingenieuren, die haben auch in Fino den Flugplatz in Eigenarbeit nach der Wende zu einem Museum umgebaut. Das kann man besichtigen. Da steht auch eine JAK 28, aber keine JAK 28P, sondern ein anderes Modell der JAK. Dort steht eine Freund-Feind-Kennung, die kann man sich angucken. Und noch so ein paar anderes Kriegsgerät steht da rum. Ist ein netter Ausflug, würde ich sagen, sich dahin zu bringen. Aber die haben sich halt im Wesentlichen technisch darum gekümmert. Also was ist eigentlich in diesen Triebwerken passiert, ist, die abgestürzt sind und so weiter. Relativ wenig politisch-historische Betrachtung. Und dann gibt es noch einen, Baptist ist er, glaube ich, ne? Der sich die Versöhnung auf die Fahnen geschrieben hat und eigentlich sich gern aussöhnen möchte auch. Das Interessante ist, dass alle, wir haben auch noch einen Spandauer Stadtteilhistoriker, der sich kümmert, alle wollen Völkerfreundschaft, alle wollen und alle sagen Frieden, also Mir, es wird immer Samiru Mir, ja, es geht immer darum, wir Menschen wollen doch zusammenleben und die Politik verhindert das Ganze hier, wobei hier auch keiner die Sache hinterfragt kritisch, das ist glaube ich auch der Trick für Frieden. Zu dem Ergebnis komme ich, aber es ist ein oberflächlicher Frieden, glaube ich. Über die Jahre komme ich zu diesem Ergebnis. Je weniger man redet, desto besser versteht man sich ja häufig. Das kennen Sie ja alle aus Zwischenmenschlichen wahrscheinlich. Dass wenn man dann doch ein bisschen dran kratzt, man häufig die Leute nicht mehr so nett findet, plötzlich. Das wird gleich im Verhältnis noch eine gewichtige Rolle spielen, glaube ich. Aber nochmal zur Erinnerung, wir haben jetzt eigentlich so, in Deutschland spielt es eigentlich keine Rolle, in Russland spielt es eigentlich keine Rolle, eigentlich brauchen wir das Buch auch gar nicht schreiben, weil es ist ja, irgendwie interessiert es ja eh keinen, ne? Aber irgendwie ist es ja doch interessant. Ja, ne? Ja, also es hat natürlich, das haben wir noch gar nicht erzählt und deswegen habe ich ja auch natürlich die Textstelle eben mit Herrn Medinsky gelesen, der ja ein ganz wichtiger Mensch ist, wenn es um Erinnerungspolitik geht, als eben Chef dieser wirklich mit viel Geld ausgestatteten russländischen militärhistorischen Gesellschaft. Die eröffnen also ein Denkmal nach dem anderen. Vielleicht, wenn Sie sich für Geschichte interessieren, haben Sie vielleicht mitbekommen, wie 2020 der Soldat von Rzhev eröffnet wurde, ein riesiges Denkmal. Und der Bildhauer, der das entworfen hat, den haben wir getroffen, auch für dieses Buch, denn er hat ein Modell entworfen, kostenlos, für die beiden Piloten, unsere beiden Piloten, Janow und Kapustin. Und der steht für eine junge Generation, die sich für Geschichte interessiert und Patriotismus übt. Ich würde inzwischen sagen, einen falsch verstandenen Patriotismus. Man muss da über das Wort Patriotismus streiten, aber also Patriotismus, Denkmäler, Heldentum sind wieder hoch im Kurs in Russland. Deswegen auch diese Gesellschaft von Medinsky. Und es gibt eine junge Historikerin, die in Rostow studiert hat, die Witwe von Kapustin, die geht nicht nur in Schulen, sondern auch an die Unis und da hat sie eine junge Studentin begeistern können, die seitdem, seit sie Frau Kapustina getroffen hat, sich jedes Jahr zum Geburtstag wünscht, dass sie es schafft, für Kapustin und Janow ein Denkmal in Rostow aufstellen zu lassen. Und was soll ich sagen? Ende dieses Monats wird in Rostow tatsächlich ein Denkmal eröffnet, das die Militärhistorische Gesellschaft finanziert. Sie hat das geschafft, tatsächlich dieses Thema dort unterzubringen. Und sie hat sich dabei auch unserer bedient, ein bisschen. Deswegen sagte ich vorhin, wir sind dann auch Teil der Geschichte geworden. Und da kommen wir zum Selbstbild und Fremdbild, was so wahnsinnig interessant ist an dieser ganzen Geschichte, weil die Witwe, und bei der kann man es noch verstehen, weil sie ja über 80 ist und persönliche Erinnerungen natürlich, und es war eine große Liebe, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, weil die persönliche Erinnerung natürlich da auch eine Rolle spielt und sie, jetzt habe ich den Faden verloren, wegen der Liebe wahrscheinlich.
eine kleine Abschweifung. Es gibt dieses Denkmal, kurz gesagt, und Fremdbild, genau. Also bei der Witwe hat es sich festgesetzt im Kopf, dass in Deutschland jedes Kind in der Schule, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, jedes Kind weiß, wer Kapustin und Janow sind. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass das so nicht ist und nicht stimmt. Und ich glaube, das würde ganz vielen Leuten so gehen. Ich glaube, das geht auch in der Kommunikation zwischen der deutsch-russischen Freundschaftsgesellschaft und den Freunden in Russland so. Und da kommen wir eben, dann sind wir mitten bei den Tücken im deutsch-russischen Verständnis, weil eben bei aller Freundschaft man sich zu wenig die Wahrheit sagt, wenn sie unbequem ist und gesagt hat. Die Witwe geht sogar davon aus, dass Angela Merkel einen wesentlichen Anteil an ihrem Leben genommen hat, eben weil ihr Mann die Westberliner Bevölkerung vor einer Katastrophe bewahrt hat. Das ist ein Cliffhanger, der sie animieren soll, dieses Buch zu kaufen. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen. Aber Frau Merkel hat sich uns gegenüber kurz äußern lassen über ihre Sprecherin. Tatsächlich, was war, ja. Und? Bitte? Ich möchte jetzt journalistisch nicht weiter nachfragen, alles gut. Nein, das steht auch drin. Haben Sie zu dem Themenkomplex Erinnerung noch Fragen? Denn wenn Sie... Ich war auch bei Ihrer Präsentation voriges Jahr im November im Spionagemuseum und haben die Ausführungen von Herrn Abraham sehr interessiert. Vor allen Dingen diese eine humorvolle Sache, die er erzählt hat über die Bergung des einen Triebwerks, wie man das also vor den Russen verschleiert hat, um praktisch dann dieses Triebwerk in London oder woanders in England eben genauestens zu untersuchen. Und dann praktisch das zweite Triebwerk den Russen als erstes präsentiert hat und das erste dann eben Wochen später eben an die Russen rausgegeben hat. Und ich finde es schade, dass Herr Abraham heute nicht hier ist. Wir auch. Ja. Er ist heute privat verhindert, deswegen ist er leider nicht dabei. Ja, danke, das war meine. Ich war auch übrigens an dem Tag noch nach der Arbeit am frühen Abend zur Stößenseebrücke gefahren mit dem Fahrrad, da hatte ich noch kein Auto. Aber die Polizei hat natürlich da schon weiträumig abgesperrt gehabt. Hier haben wir vielleicht sogar ein Foto von Ihnen dabei. Wir haben ein Foto von der Absturzstelle, da stehen mehrere Männer an einer Imbissbude. Nein, ich war 17 damals. Ach so, also, naja, aber Sie waren nicht an der Imbissbude auf der anderen Seite des Stößens. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren und die Polizei hat, wie gesagt, da sehr weiträumig abgesperrt. Naja, und klar. Verständlicherweise. Ja, es war ja auch gefährlich. Es war auch Rauchverbot in der Gegend, weil ja auch Kerosin wahrscheinlich oder Raketentreibstoff ausgetreten ist. Also ich habe jetzt keine so tiefe Erinnerung mehr daran. Ich weiß nur, dass ich da war. Und ja, man ist ja da nicht so dicht rangekommen. Also kann man da auch nichts groß drüber berichten. Dann. Na, ist ja auch lange her. Ne? Zwei Fragen. Das eine ist, schaffen Sie es jetzt, zu Panfilovci zu werden, um jetzt diesen Bogen zu schlagen? Da wollten wir noch. Erste Frage, aber noch davor, gab es da auch mal in Westberlin, Westberlin sozusagen den Moment der Häme, weil man ja auch hätte sagen können, naja, also diese Sowjetmacht, die immer so strotzt vor Kraft und uns auch richtig hier drangsaliert und nervt mit diesen Tieflügen und jetzt haben die ihr Gerät nicht im Griff und da sieht man es mal wieder. Auf die erste Frage würde ich gern mit einem kurzen Textausschnitt antworten. Am 15. September 2021 wird in Rostow am Don der Grundstein für ein Denkmal für Boris Wladislawowitsch Kapustin und Juri Nikolajewitsch Janow gelegt. Wladimir Medinsky von der russländischen Militärhistorischen Gesellschaft ist höchstpersönlich angereist und hält eine Rede. Hauptmann Kapustin und Oberleutnant Janow waren Militärflieger, aber sie haben nicht getötet, sie haben Leben gerettet, hunderte Leben. Wir bekommen ein Denkmal für den wunderbaren russischen Soldaten, der nicht tötete, sondern rettete, zitiert ihn die staatliche Nachrichtenagentur TASS.
Das ist die Antwort auf die erste Frage. Dazu kommt, wir wissen nicht, wie, ob Medinsky die jetzige Phase politisch überlebt. Medinsky hat für Russland im März die Gespräche mit der Ukraine oder die Pseudogespräche mit der Ukraine angeführt als Delegationsleiter, ist also mittlerweile involviert in den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt und hängt so dicht an Putin dran, dass er, denke ich mal, sein politisches Schicksal ganz eng mit Putin verknüpft hat. Wie das ausgeht, weiß keiner. Und insofern wissen wir auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass jetzt in den nächsten Jahren das, was die militärhistorische Gesellschaft in den letzten Jahren gemacht hat, großartig abgeräumt wird. Egal wie die Regierung in Russland in 5 oder 10 Jahren aussieht. Und zur Frage nach der Häme, eher nicht. Es war eher so eine Diskussion in den Zeitungen dann damals. Da gab es eine Debatte eben, haben die Ehrung und Wertschätzung verdient oder nicht? Und da war dann die andere Position eher, nein, das sind quasi Terroristen, die sind unterwegs in einem Unrechtsauftrag und wenn ihnen dann ihr Flugzeug kaputt geht, dann ist das nur, ja, also jedenfalls nicht eine Ehrung wert. Aber was interessant ist an der Geschichte, und das ist das, was Gesine nicht weitergelesen hat, das ist auch interessant, hier ist alles interessant natürlich. Also da wird dieser Grundstein gelegt und auch der Bürgermeister von Rostow ist da ebenso der Gouverneur des Gebiets. Die Journalisten scharen sich um Galina Kapustina, die Witwe. Sie sei überglücklich angesichts der langersehnten Ereignisse, sagt sie freudestrahlend und unterstreicht, dass dieses Denkmal kommt, ist das Verdienst von Studenten, also unter anderem jener Anastasia. Dutzende Kinder sind in Uniform angetreten, Mitglieder der Junarmia, einer militärischen Kinder- und Jugendorganisation. Das Verteidigungsministerium hat sie 2016 ins Leben gerufen. 2021 gehören ihr bereits mehr als 800.000 Jungen und Mädchen an. Soldaten stehen stramm, eine Militärkapelle spielt. Anastasia Moiseva ist nicht eingeladen worden und das Gedenken ist komplett gekapert worden. Anastasia Moiseva ist die, der das Denkmal überhaupt zu verdanken ist und die Initiative. Und dazu vielleicht noch die Ergänzung, das Denkmal, das jetzt kommt, ist nicht das Denkmal, sondern das Ganze wurde im Winter dann doch nochmal ausgeschrieben und es kommt jetzt ein Denkmal, das ist der Schwanz eines Flugzeugs, der in den Boden eingelassene Glasplatte stürzt und unter dem Glas ist die Silhouette Berlins zu sehen. Und die Begründung ist, also das ist jetzt inoffiziell bisher, das habe ich nicht offiziell bestätigt bekommen, aber es geht darum, dass sich jeder identifizieren können soll mit dieser Heldentat. Und es ist eben, ja, aus meiner Sicht weg von dieser Phase der Personifizierung oder hin zum Persönlichen, was ja so ein Trend ist in der Geschichtsaufarbeitung eigentlich überall und auch in Russland sehr aktiv vorangetrieben wurde in den letzten Jahren, unter anderem mit dieser Aktion Unsterbliches Regiment zum 9. Mai jedes Jahr. Aber offensichtlich ist das zurzeit möglicherweise doch nicht so gewünscht. Vielleicht aber ist das andere Denkmal auch einfach billiger, das weiß ich nicht. Ja. Noch Fragen? Ansonsten will ich jetzt tatsächlich zu dem dritten Punkt kommen. Der dritte Punkt ist der, der jetzt auch schon, also wir tun unser Gespräch quasi entwickeln und es geht weiter mit den Tücken des deutsch-russischen oder deutsch-sowjetischen Verhältnisses. Und dazu jetzt auch noch ein kleiner. Ich erzähle kurz also, vorweg. Die erste Frage wäre ja, was sind die Tücken? Genau, ich leite nur kurz ein. Es war Winter, Samstag, 17 Uhr, mein Telefon klingelt und dran ist eine Frau, die Russisch spricht und sagt, guten Tag, hier ist Svetlana, ist mein Name. Ich habe Ihre Telefonnummer von Anastasia, also dieser Studentin mit dem Denkmal.
Sie hat gesagt, Sie könnten mir helfen, ich bin in Berlin, ich möchte gern das Museum für Kapustin besuchen. Daraufhin habe ich erst mal gesagt, dass es kein Museum gibt für Kapustin. Na doch, es gibt doch einen großen Park, in dem immer Blumen niedergelegt werden. Dann habe ich ihr erklärt, dass es allenfalls, wenn sie etwas besichtigen möchte, was Größeres, dass das in Eberswalde ist. Das ist aber kompliziert hinzukommen. Sie war vorher nicht so oft im Westen, spricht kein Deutsch, kein Englisch, war mit ihrer Tochter da, das hat sie mir schon gesagt am Telefon. Und dann habe ich, und sie waren auch nur, planten nur 3 Tage in Berlin zu sein. Und so beschloss ich kurzerhand am nächsten Morgen mit ihr nach Eberswalde zu fahren und sie mit Herrn Hickel bekannt zu machen. So viel zum, also das ist, also wir, wie gesagt, wir wurden immer weiter Teil der Geschichte. So, und die sind nach Eberswalde gefahren und Waldemar Hickel und Marianne Hickel erwarten den Besuch im Treppenhaus. Ich habe gleich mal eine Frage, platzt es aus Hickel heraus. Habt ihr ein Foto von Juri? Also Hickel ist derjenige von der Freundschaftsgesellschaft, der sich darum kümmert, dass da ein Gedenkstein ist und eine Tafel und der auch so ein kleines Online-Museum an seinem PC bastelt. Er zupft seine Strickpolunder zurecht. Alle reden durcheinander. Alle drängeln sich im engen Flur. Marianne Hickel nimmt den Russinnen die Garderobe ab, rückt Stühle und bestickte Sofakissen zurecht, bis alle am Wohnzimmertisch Platz finden. Waren Sie schon drüben auf dem Friedhof? Die Fotos der beiden habe ich selbst zusammengebaut. Ein Farbfoto haben wir nicht, sagt Svetlana Veretjochina. Bei uns wurde damals nicht in Farbe fotografiert, aber ich kann Ihnen ein Foto kopieren lassen, kolorieren lassen und Ihnen dann schicken. Die Verständigung ist holprig. Hickels kramen ihre wenigen Brocken Russisch hervor. Anjas Englischkenntnisse helfen nicht. Ich möchte mich bei den Deutschen dafür bedanken, dass sie die Heldentat der sowjetischen Piloten, die ihr Leben geopfert haben, um Bewohner Deutschlands zu retten, über all die Jahre nicht vergessen haben, sagt Veretjochina. Um eine drohende Gesprächspause zu überbrücken, holt sie Gastgeschenke aus ihrer Tasche. Einen Wandteller mit einer russisch-orthodoxen Kirche, russisches Konfekt, schließlich noch eine Tüte russischer Kräutertee. Für sie, damit sie lange leben und glücklich sind. Ach herrje, danke, danke, sagt Hickel. Der Arzt hat mir Süßigkeiten verboten. Was wollte ich denn jetzt sagen? Seine Frau springt auf. Ach herrlich, das gute russische Konfekt. Wir kaufen auch immer welches. Russische kleine Kekse in so einer Plastiktüte. Wollt ihr mal was kosten? Die Besucherinnen gucken fragend. Sie wollen uns etwas anbieten. Es ist ihnen sichtlich unangenehm. Aber Marianne Hickel streckt ihnen bereits den Teller entgegen. Und dann geht es wieder um das Foto. Das Bild von Janow habe er vom Museum in dessen Heimatstadt Wjasma bekommen, erklärt Hickel. Das war halbwegs gut. Das habe ich dann genommen. Habe ich verstanden, sagt Svetlana Veretjochina auf Russisch. Er möchte, dass wir das Foto vergrößern, kolorieren und ihm mailen. Nein, unterbricht ihre Tochter, wenn es ein großes Foto gibt, dann möchte er lieber gleich ein großes in hoher Auflösung, denn sonst wird die Qualität schlecht. Hickel nickt. Genau, bitte an Svetlana, meine Bitte an Svetlana wäre, dass sie das Foto im Museum fotografiert. Das sieht ja dann herrlich aus. Wenn man das von einem kleinen Bild macht, wird das immer Käse. Igor hat ein großes Foto, sagt Svetlana Veretjochina. Hickel weiß gerade nicht, wer Igor ist. Stattdessen hat er einen Zettel mit seiner E-Mail-Adresse vorbereitet. Das machen wir dann später. Ich habe hier die E-Mail-Adresse von mir und dann senden Sie mir das. Ja? Da, da, da. Svetlana lächelt und nickt. Ja, ja. Sie greift erneut in ihre Tasche und fördert einen Stoß Papiere zutage. Aufgeregt beginnt sie darin zu blättern und zieht den Brief hervor, den Hickel 2006 an Janows Angehörige geschickt hat. Das ist der Ausgangspunkt, weshalb ich Sie heute treffe. Als ich gehört habe, dass Sie von unserer Seite keine Antwort auf diesen Brief bekommen haben, fühlte ich mich nicht wohl Ihnen gegenüber. Sie kümmern sich seit vielen Jahren um die Erinnerung an diese Heldentat, an unseren Verwandten und wir unsererseits erfüllen unsere Rolle nicht so ganz. Betretenes Schweigen. Svetlana Veretjochina beginnt die Fragen vorzulesen, die Hickel damals gestellt hat. Nach Janows Eltern, nach seiner Familie, nach seiner Jugend. Er hat das Militärische Automobilinstitut in Gazan mit Auszeichnung absolviert, aber das Militär brauchte damals Piloten. So wurde ihm vorgeschlagen, sich in Orenburg entsprechend ausbilden zu lassen. Er hat immer davon geträumt zu fliegen, deshalb hat er das gern angenommen. Dann wühlt sie in den Fotos und Papierschnipseln auf dem Tisch. Das ist Nadja mit ihren Kindern am Grab von Juri Janow.
Hickel nickt, sagt aber, so ein Bild sagt mir nichts und die anderen erst recht nicht. Das ist seine Mutter am Grab. Nadjeschta? Nein, die Mutter von Juri. Hickel hat keinen Überblick mehr, ich auch nicht, aber da alle durcheinander reden, merkt das niemand. Ein Foto ist sorgfältig aus der Zeitung ausgeschnitten. Das Bild ist körnig, das Papier vergilbt. Das hier ist die Trauerfeier in Wjasma am 12. April 1966. Da hat sich ganz Wjasma von Jurijanow verabschiedet. Schauen Sie, wie viele Leute da waren. Der Platz war komplett voll. Und das hier ist die Beerdigung auf dem Friedhof. Na, sowas ist doch schön. Das ist ein gutes Bild. Das wäre nicht schlecht. Ist das aus der Zeitung, etwa Gazetny? Gazeta, da, Zeitung, ja, ja. Vielleicht können wir das abkürzen, mein Kopf ist kein Computer, ich kann das nicht behalten, sagt Hickel. Wir haben sehr gute Kontakte nach Rostow und sehr viele Bilder aus Boris Jugendzeit und so weiter. Jetzt wäre es interessant, wer ist computerfest? Svetlana oder jemand anderes? Dann kann man alles einzeln nachher nachbearbeiten, wenn wir wollen, wenn ihr mir Bilder schickt. Das Unwetter rückt immer näher. Der Punkt war, es war ein Unwetter für den Tag angekündigt und die Züge sollten, der Zugverkehr ist irgendwann zum Stillstand gekommen. Das Unwetter rückt immer näher. Die Prognosen für den Abend wären düsterer. In Berlin und Brandenburg soll der Zugverkehr zum Erliegen kommen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für die Völkerverständigung. Einträchtig rücken alle auf dem cremefarbenen Sofa zusammen, machen erst ein Selfie, dann gibt es Küsschen. Hickel lacht. Schön, dass ihr gekommen seid. Manchmal dauert es ja. Mein Mann lässt Ihnen großen Dank übermitteln für das, was Sie tun und was uns sehr viel wert ist. Die Frauen packen ihre Sachen. Wieder drängen sich alle im Flur, erneut große Aufregung. Auch Marianne Hickel strahlt. Die Hauptsache ist doch Frieden. Mir. Da, mir. Als die Russinnen bereits die Treppe hinuntergehen, meint Hickel noch, wenn die beiden Piloten nicht ihr Leben eingesetzt hätten und über die Häuser drüber weg in den Stößensee hineingemacht hätten, hätte es Ostern 66 eine Riesenkatastrophe und ganz schön viele Tote gegeben. Eberswalde liegt weit weg. Wir machen das hier bloß deswegen, weil sie hier stationiert waren. Dafür die beiden zu ehren ist, finde ich, Berlin zuständig. Aber Berlin macht mehr oder weniger gar nichts. Das Interesse der Westberliner in der Richtung ist gleich null. Aber das sagt er erst, als die Russinnen nicht mehr in Hörweite sind. Ich denke, das ist ungefähr die Peinlichkeit, mit der wir es hier zu tun haben, der Abstand. Ich wollte gerade sagen, also die drei Worte, die jetzt hängen bleiben, ist Gesprächspause, Frieden und Überblick verloren. Und im Endeffekt ist das, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde ich jetzt sagen, das ist das, was Sie uns da über das deutsch-russische Verhältnis sagen wollen, richtig? Weiß nicht, da gibt es noch ein bisschen mehr. Also man hat es oft, wir haben in dieser Geschichte oft Peinlichkeiten, wenn wir uns angucken, wie deutsches und russisches Wissen, Interesse und Menschen aufeinandertreffen. Peinlichkeiten, die nicht ausgesprochen werden, die alle versuchen zu vermeiden, um die Situation nicht zu zerstören. Also da ist eine ganz große, wie ich finde, Zuneigung der Menschen zueinander eigentlich da, aber sie wissen nicht so richtig, worauf die basiert. Verstehen Sie, was ich meine? So ungefähr? Schade. Na, das war wirklich ein Phänomen bei dieser Geschichte, deswegen haben wir die auch so gerne recherchiert, dass wirklich alle Protagonisten und Protagonistinnen, mit denen wir zu tun hatten, die sind alle grundsympathisch, wirklich sehr nett. Und ich habe jetzt gerade gedacht, also es tut wirklich ein bisschen weh, Herr Hickel kommt da, es tut weh, dem zuzuhören, aber er ist wirklich ein ganz toller Mensch, der ganz, ganz viel macht in diesem Verhältnis und sich engagiert und eine Grundeinstellung hat, die alle in diesem Buch teilen, nämlich wirklich Kontakt zu suchen und ganz oft sagen sie ja auf der menschlichen Ebene, wir wollen uns doch verständigen und weg, fernab von der Politik, aber wie wir schon gehört haben, die Politik mischt sich ein, die lässt es gar nicht zu unbedingt und dann, und das habe ich ganz oft gemerkt, weil ich eben sehr, sehr viel in Russland seit Jahrzehnten unterwegs war und auch oft gedolmetscht habe bei irgendwelchen Situationen, ja, das ist so eine
berührende Herzlichkeit, aber auch eine Oberflächlichkeit, bei der man eben bestimmte Sachen, die ans Eingemachte gehen, dann erstmal nicht anspricht. Und darum geht es hier eben bei dieser Geschichte. Und wir sagen ja nicht umsonst, ohne gemeinsame Geschichtsschreibung kann es keinen Frieden geben. Das ist, denke ich, die Basis zum Beispiel der deutsch-französischen Freundschaft. Und es zeigt sich jetzt, dass das eben die Krux ist im deutsch-russischen Verhältnis, weswegen, das hat einen ganz wesentlichen Anteil, weswegen wir jetzt die Situation haben, die wir haben. Ich denke, dass man deswegen an dieser Geschichte auch viel erkennen kann über die Befindlichkeiten der Gesellschaften in Deutschland, in der Sowjetunion, in Russland. Die Ukraine spielt übrigens auch eine kleine Nebenrolle. Zum Beispiel haben sich Kapustin und seine Frau damals in der ukrainischen Sowjetrepublik kennengelernt und sie ist zu einem gewissen Anteil Ukrainerin. Ja, aber man versteht eigentlich, wir hoffen zu vermitteln, obwohl das beim Schreiben des Buches nicht unsere Absicht war natürlich, aber wir hoffen, dass ein bisschen klar wird, welche Abgründe da und Missverständnisse zwischen den Gesellschaften existieren. Mhm. Wäre jetzt die Nachfrage, also ich gebe Ihnen recht und das ist auch eine Beobachtung, die, wenn wir uns auch die deutsch-russische Historikerkommission anschauen, dass das häufig Nebenherreden ist und weniger ein Miteinanderreden statt ein irgendwie geartetes Nebeneinanderreden. Die Frage, die sich stellt, warum ist das so? Welchen tiefer liegenden Grund hat das? Hat das historische Gründe? Ist das nochmal ein Unterschied, ob man da zwischen einem ehemaligen DDR-Bürger unterscheiden kann oder einem ehemaligen Westdeutschen? Gibt es da Unterschiede oder warum verschweigen wir uns eigentlich die Wahrheit? Also mir ist es auch in Russland oft passiert, wenn ich mit Gruppen zu tun hatte, Deutschen zu tun hatte, mehreren, das ist komplett egal, weil wer aus dem Westen und aus dem Osten kommt in der Situation. Die Menschen sind alle sehr höflich natürlich zueinander und auch vorsichtig miteinander und das ist ja auch richtig so. Das heißt, wann kriegen wir eigentlich eine Situation, in der wir ehrlich miteinander reden können? Ich meine, diese Menschen, die wir hier auf dem Foto sehen, die freuen sich ja, dass sie sich kennenlernen. Das zerstört man ja jetzt nicht damit, dass man jetzt dieser netten Frau links im Bild sagt, pass mal auf, was du die letzten 20 Jahre geglaubt hast, was hier in Deutschland mit deinem Angehörigen Jurianow passiert, ist, das stimmt alles nicht. Das würde diese Frau ja kränken. Die hat das ja schon gemerkt. Also es gibt kein Museum, die ist dann am nächsten Tag zu dieser komischen Tafel gefahren. Die wird sehr wohl gemerkt haben, dass da der falsche Vatersname draufsteht. Und dann hat sie sich aber nochmal bei Gesine gemeldet und ich finde, da wird dann einiges klar. Ja, sie hat dann später nochmal geschrieben. Bei dieser Begegnung war noch eine Bekannte von ihr, die mit ihrem russlanddeutschen, also Spätaussiedler Ehemann nach Eberswalde gezogen ist. Sie selber pflegt ihren Mann, deswegen spricht sie schlecht Deutsch und ist also auch nicht so besonders, hatte ich den Eindruck, nicht so sehr in der Gesellschaft in Eberswalde integriert. Aber die und die Dame links im Bild, die hatten sich zufällig kennengelernt in Tschechien bei einer Kur und dann hat die Frau aus Eberswalde sie eingeladen, hat gesagt, besuch mich doch mal. Und das war wieder so ein Zufall, dass nämlich die Svetlana gar nicht wusste, dass die Frau in Eberswalde wohnt. Die hatte gesagt, ich wohne bei Berlin. Und als ich dann sagte, wir fahren morgen früh nach Eberswalde, sagte die, oh, da wohnt genau die Frau, die ich auch eigentlich besuchen wollte. Und dann hat die uns am Bahnhof abgeholt und war auch mit bei diesem Termin, hat sich das alles erzählen lassen, hatte vorher natürlich auch noch nie was von Kapustin und Janow gehört. Am nächsten, ich glaube nach dem nächsten Jahrestag, schickte mir Svetlana ein Foto über WhatsApp,
das ihre Freundin in Eberswalde ihr geschickt hatte. Die war nämlich dann am 6. April, es war Corona, deswegen gab es keine allgemeine Kranzniederlegung, sondern sie war allein da, hat dann Blumen abgelegt, hat das Foto Svetlana geschickt und Svetlana hat es mir geschickt mit den Worten: Es ist schön, dass Deutschland der beiden gedenkt. Also es ist eben auch eine große Selbsttäuschung. Die Frage ist, muss man sich die Wahrheit sagen? Und darauf haben wir natürlich keine Antwort. Die kann jeder sich selbst stellen, die Frage, und versuchen, eine Antwort zu finden. Ja? Das kann man bestimmt wochenlang diskutieren. Ich glaube schon, dass man mehr Wahrheit hätte sagen müssen mit dem Stand jetzt mehr als ein halbes Jahr Krieg. Bei einer Veranstaltung wurden wir gefragt, ob wir das Buch jetzt auch so geschrieben hätten. Das ist ja kurz vor dem 24.02. erschienen, beziehungsweise am Anfang März, also es war alles fertig. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, also abgesehen davon, dass es schwierig wäre, jetzt diese Gespräche so offen zu, also rein technisch zu führen, weil wir zurzeit nicht reisen können und sicherlich der Sohn zum Beispiel als ehemaliger Militär jetzt nicht unbedingt mit uns reden würde. Das wäre schwierig, aber ich glaube, ich hätte dann andere Fragen gestellt. Also wenn mir meine Gesprächspartner sagen, wir wollen Frieden und währenddessen führt Russland Krieg gegen die Ukraine, ich glaube, da hätte ich ihnen das so nicht, da hätte ich dann schon nachgefragt. Also ich denke, das Buch wäre jetzt anders geraten. Ja. Dann gibt es eine zweite korrigierte, überarbeitete Auflage. Ja. Was aber nicht heißt, dass dieses Buch sich damit erledigt hat. Also das dann bitte doch nicht. Nein, und das würde ich auch unterstreichen. Ne? Also das Buch spricht tatsächlich diesen Kern, den wir jetzt gerade am Ende noch rausgearbeitet haben, dieses Verschweigen von Wahrheit, auch nebenherreden. Und wenn man über Frieden redet, glaube ich, ist das nochmal eine definitorische Sache, die beide ganz anders verstehen. Und diese Punkte werden da super klar in der ganzen Geschichte. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, das Buch zu lesen, weil die Geschichte eigentlich über persönliche Dinge gesellschaftliche Probleme aufgreift. Danke. Ja, jetzt kommen wir ja zur Fragerunde. So, dann bitte. Danke. Das spricht mir total aus der Seele. Also das sage ich jetzt mal ein bisschen auch jetzt hier als Museumsmitarbeiter und sozusagen, ich muss das ja auch irgendwie alles so ein bisschen so verantworten. Also das ist so eine ganz prototypische Szene da in Eberswalde, die er da beschreibt, die ich mehrfach, hundertfach hätte ich jetzt fast gesagt, schon erlebt habe. Und von daher wunderbar, dass ihr das auf den Punkt bringt, und ich würde sagen, die muss man, Krieg hin oder her, die muss man immer und immer wieder erzählen, also bitte auch in der zweiten Auflage drin lassen, weil sie eben so viel deutlich macht. Und natürlich bewegt mich jetzt dann in dieser Situation exakt das. Also wir haben da x-mal auf den Frieden angestoßen und jetzt haben wir einen Krieg, und das werden wir heute nicht ausdiskutieren können, aber da ist ja auch, was man so mitkriegt, wie das jetzt in der russischen Gesellschaft verhandelt wird, auch wieder so eine Selbsttäuschung drin. Das ist eben Spezialoperationen zum Beispiel, solche Sachen. Oder eben jetzt bei uns ist immer bezogen auf den Zweiten Weltkrieg, das liegt ja dann nochmal weiter zurück. Und ich meine, was wir hier im Hause verhandeln, das wissen Sie, im Obergeschoss die Dauerausstellung, das geht über den Vernichtungskrieg. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Die ist noch viel schwerer fassbarer, wenn man sie runterholt auf so ein persönliches Schicksal, also was wir hier bei zwei Piloten haben. Und selbst da kann man das ja nicht ausloten. Also dieser letzte Dialog, den ihr da bringt, ob er so stattgefunden hat oder nicht, man weiß es nicht. Und naja, die Deutung haben Sie jetzt auch alle gehört. Das geht uns ja mit dem Blick auf den Krieg ganz genauso, sozusagen fast noch mal komplizierter, aber das rausdestilliert zu haben, also finde ich ganz großartig. Und so rumgesehen, ja, das ist das, was wir hier seit grob gesagt 30 Jahren in Karlshorst machen. Und naja, was werden wir in der Zukunft tun, ich weiß es nicht, aber bis hierhin kann ich sagen, ja, genauso, das ist die Arbeit von Karlshorst.
Was mir aufgefallen ist in den ganzen Jahren, das sind jetzt auch schon mehr als 30 Jahre, die ich in Russland unterwegs bin, periodisch oder auch länger, oder auch für mehrere Jahre, ist, dass das Wissen einfach unheimlich auseinanderklafft. Also wir haben mal, da ist es mir einmal so richtig deutlich geworden, das war 2001, haben wir auch zusammen eine Sendung recherchiert zum Jahrestag des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Und waren da mit einem deutschen Veteran unterwegs, der in Demjansk, das ist Westrussland, 9 Monate als 19-Jähriger in einer Kesselschlacht überlebt hat. Dann mitnichten nach Hause geschickt wurde, sondern in die nächste Schlacht am Ladogasee geschickt wurde und dann, glaube ich, 4 oder 5 Jahre in Kriegsgefangenenlagern verbracht hat und gearbeitet hat. Der uns erzählt hat, dass er das gern gemacht hat, dass er das als Wiedergutmachung gesehen hat, seine Haftzeit, obwohl er 19 war, als er in den Krieg geschickt wurde. Und der nun regelmäßig dorthin fuhr, nachdem Jansk, in Schulen ging, mit Jugendlichen geredet hat, Grenze abgelegt hat, auch sein eigenes Trauma natürlich bewältigt hat. Und mit dem haben wir in dieser Woche unheimlich viele Veteranen getroffen und unheimlich viel Alkohol getrunken. Und da gab es so einen Veteran, der hat uns erzählt, wir waren um den 9. Mai rum unterwegs mit dem, damit wir auch schöne Töne kriegen fürs Radio, ja. Da war eine kleine Feier da in diesem Ort mit Salutschüssen und Gouverneur und Militär und so. Und, also so eine kleine Siegesparade oder Gedenkparade. Und der erzählte uns, wie er das Ende des Krieges miterlebt hat. Ja, und dann hätten sie da aufeinander geschossen und dann hätte irgendjemand gerufen, jetzt ist der Tag des Sieges, und dann hätten alle Hurra geschrien, jetzt ist der Tag des Sieges, jetzt ist der Tag des Sieges. Und dann hat dieser Mann geweint. Ich bin mir sicher, dass das nicht so stattgefunden hat. Weil der Tag des Sieges ist etwas, was viel später erst in die Erzählung vom Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde als Begriff. Dann ist ja auch nicht überall sofort Schluss gewesen. Und wir wissen ja auch gar nicht, wo er war. Das heißt, dieser Mann hat sein ganzes Leben dann nach dem Zweiten Weltkrieg die unterschiedlichsten Versionen unterschiedlicher sowjetischer Regime bekommen von diesem Tag. Und das ist das, was für ihn da rausgekommen ist. Das heißt, wir haben es hier mitnichten mit einer auf Fakten basierten, annähernd auf Fakten basierenden Geschichtsauffassung und Geschichtswissen zu tun häufig. Und das ist ja jetzt nicht besser geworden dadurch, dass zum Beispiel das Massaker von Katyn wieder aus russischen Geschichtsbüchern verschwunden ist, dass der Hitler-Stalin-Pakt nach wie vor keine Rolle spielt, dass es immer noch nicht bekannt ist, dass auch die Sowjetunion im September 1939 angefangen hat, Krieg zu führen, indem sie sich nämlich die andere Hälfte Polens gegriffen hat. Ja. Und auch ab diesem Zeitpunkt dort gekämpft hat gegen Partisanen. Das ist ja alles in Russland weitgehend unbekannt und derzeit wird dafür gesorgt, dass es auch nicht weiter bekannt wird. Und das halte ich zum Beispiel für brandgefährlich, dass wir eigentlich jetzt schon auf Generationen keine Wissensbasis mehr haben, keine gemeinsame. Ich würde sagen, den Veteranen, den kann man das noch zugestehen, dass sie sich ihre Welt so malen, wie sie. Aber der Befund ist tatsächlich. Aber wir hatten richtig. Wir hatten das auch, wenn wir aktuell bleiben wollen, auf der Krim. Wir waren 2017 das letzte Mal auf der Krim. Danach haben wir es nicht mehr geschafft, dahin zu kommen, was nicht an unserer Trägheit lag. Und wir waren 2014 auf der Krim in Bachtschissaraj, das ist die Hauptstadt der Tataren. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mal da war, ist wunderschön, gibt so einen Khanspalast und so, ganz viele tatarische Restaurants. Die Tataren sind halt, nachdem sie auch deportiert wurden, wiedergekommen, am Ende der Sowjetunion und in die unabhängige Ukraine. Und 2014 haben wir in Moskau gelebt und es gab diesen Aufruf, überall patriotische Ferien auf der Krim zu machen. Und haben wir gesagt, naja, das machen wir natürlich mal mit, ja, ist ja spannend, was passiert denn da eigentlich? Jetzt haben wir uns in so einem Flieger der Fluggesellschaft Pabjedi, also Sieg, gesetzt und sind dann nach Simferopol geflogen. Und dann sind wir da rumgefahren und haben mit Hoteliers gesprochen, wie es ihnen jetzt geht, wie das gelaufen ist. Dann sind wir nachts wach geworden, waren in Jalta, da riefen die Leute Rassia, Rassia durch die Straßen und sangen die Hymne und waren alle unglaublich patriotisch und betrunken.
Und dann waren wir 2017 das nächste Mal in Bachtschisaraj und die tatarischen Restaurants waren zu. Die Leute, mit denen wir vorher gesprochen haben, waren weg. Entweder wusste keiner wo oder sie waren auf ukrainisch kontrolliertes Territorium geflüchtet. Vor allen Dingen Tataren sind wieder massiv unter Druck auf der Krim. Und dann trafen wir eine Frau, die da Honig und sowas verkauft hat vor dem Khanspalast. Also Bachtschisaraj war leer, es war ein Trauerspiel, wirklich. Diese 2014 noch pulsierende Stadt, auch durch den Tourismus pulsierende Stadt, war tot. Ja, wirklich tot. Und diese Frau erzählte uns, wie die Bevölkerung der Krim gejubelt hätte, als die russischen Flugzeuge über die Krim geflogen sind. Und das ist definitiv der Höhepunkt eines Propagandafilms, der 2014 produziert wurde und nachweisbar falsch. Das ist so nie passiert. Und jetzt wissen wir nicht, ob die Frau der Meinung war, dass die zwei Ausländern diese Geschichte so erzählen muss, weil die so quasi der offiziellen Sichtweise entspricht, oder ob sie das so inhaliert hat, dass sie es wirklich mittlerweile glaubt. Und das ist im Grunde genommen die gleiche Geschichte, nur aktuell. Und mit einer Frau, die nicht schon über 80 ist. Ja, also deswegen sagte ich ja, ne, gebe ich, also den Befund an sich würde ich vollkommen unterstreichen. Jetzt aber nicht, was ich will, sondern jetzt, was Sie wollen. Haben Sie noch Fragen an die beiden Autoren des Buches? Dann. Ich denke den ganzen Abend jetzt an diesem Titel herum, ruhmlose Helden. Eigentlich müsste er ja genau andersherum heißen, er wird ein Ruhm eben, es wird Geschichte, eine Geschichte gestrickt, es wird viel mit Ruhm, von Ruhm und Ehre gesprochen, Denkmäler werden neu geschaffen. Und man weiß nicht einmal, ob es Helden waren, weil man eben die Geschichte eben nicht genau weiß. Warum dieser Titel? Also die Titelfindung für Bücher und die Untertitel, ich glaube, da kann jeder, der mal ein Buch veröffentlicht hat, lange drüber reden. Die entstehen ja auch immer eine Zeit, bevor dann, also die, der Titel entsteht, bevor das Manuskript auch nur im Ansatz fertig ist. Ich glaube, ich würde heute auch einen anderen Titel wählen, aber das Ruhmlos, du nicht, dann sagst du gleich deine Meinung. Also das Ruhmlos bezieht sich natürlich eher darauf, dass sie ja nirgendwo richtig geehrt werden. Jetzt werden sie natürlich, jetzt kriegen sie dieses Denkmal, aber sie sind eigentlich über die gesamten Jahrzehnte nirgendwo so geehrt worden, wie sich die Witwe und die übrigen Protagonisten das gewünscht hätten. Deshalb das Ruhmlose. Ja, es ist eine zwiespältige Sache. Ich meine, wenn wir allein mit dem Begriff des Helden, uns mit dem Begriff des Helden auseinandersetzen. Also ich mag dieses Wort nicht, ganz klar. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, als Helden etwas waren, was in der Nazizeit, die wurden in der Nazizeit gefeiert, aber Helden gab es bei uns nicht, Punkt, aus. Und war schwer überrascht, als ich feststellte, dass in der russischen Gesellschaft der Begriff Geroi, also Held, einfach sowas ist, einer macht irgendwie ein gutes Frühstück und die anderen sagen, ey, Geroi, ja, so, das ist eine komplette Alltagsfloskel, die aber dadurch auch natürlich sinnentleert ist. Weil wenn wir jetzt über Helden reden, sind wir bei Leuten, die Großtaten vollbracht haben, wie vielleicht diese beiden Piloten, wenn sie nicht in Spandau ins Wohngebiet gefallen sind, sondern es geschafft haben, in den Stößensee zu fallen mit dem Flugzeug. Ruhmlos, na, sie sind ja nicht wirklich geehrt worden bis jetzt. Und ob diese Platte, die der Medinsky da jetzt jenseits von den Angehörigen und den Leuten, die das initiiert haben, enthüllen lässt in ein paar Tagen. Ob das jetzt wirklich ruhmreich ist, da würde ich mal
Da habe ich so meine Zweifel, ja, ob man das als ruhmreich bezeichnen kann. Also sie bleiben ja ambivalent, sie bleiben ja so hängen dazwischen, also irgendwo zwischen Unfall und Vaterland, versehentlichem Vaterlandsverrat durch die Geheimnisse und dann wurden sie komplett verklärt, natürlich verklärt die Witwe, dann wurden sie komplett verfälscht durch so einen Song und einen Dokumentarfilm. Das ist alles so flischig irgendwie, ja, so dazwischen. Und das ist ja vielleicht auch symptomatisch. Deshalb fand ich, Gesine kam mit der Geschichte um die Ecke ursprünglich, deshalb fand ich die Geschichte auch so faszinierend, weil es gibt überhaupt kein Schwarz-Weiß hier, es gibt nichts Eindeutiges. Es gibt nur Sichtweisen. Was es ja interessant macht. Darf ich als jemand aus dem Publikum meine Begeisterung über den Titel beschreiben? Also ich habe es mir so zusammengereimt, ruhmlose Helden. Also es ist natürlich ein Widerspruch sozusagen in sich selbst, aber entweder zehrt das ruhmlos den Held auf, nach dem Motto, sie waren wirklich ruhmlos und waren gar keine Helden, weil sie vielleicht einfach vom Himmel gefallen sind, nicht anders konnten oder wie auch immer, wäre die eine Version. Und das andere eben, was Sie sagten, dass sie zwar Helden sind, unbezweifelt, dann aber keinen Ruhm abbekommen hätten. Also beides. Das Ruhmlos könnte ja auch den Held sozusagen wegknabbern. Wenn ich ein ruhmloser Held bin, dann bin ich kein Held. Eine tief philosophische Frage, glaube ich. Ja, aber finde ich ziemlich auf, also das trifft es, genau das trifft es, finde ich, ja. Es ist nicht greifbar, aber in diesem Nicht-Greifbaren wird halt anhand jedes einzelnen Menschen, der da drin sich dazu äußert, klar, wo eigentlich die Probleme im deutsch-russischen Verhältnis liegen. Und dazu brauchen wir weder Gerhard Schröder und Gazprom noch irgendwas anderes. Das ist definitiv wirklich auf der zwischenmenschlichen Ebene der Völkerfreundschaft, die, glaube ich, wir alle wollen. Und warum funktioniert sie nicht? Wo sind die Tücken? Woran hakt es? Und wir bieten da auch keine Lösungen. Wäre ja vermessen, da Lösungen zu haben, ja. Aber vielleicht, ich weiß ja auch nicht, wer von Ihnen heute mit Russen zu tun hat und diskutiert über solche Themen. Aber das schärft auch so ein bisschen nochmal den Blick auf, also für mich auf mich selber. Wie diskutiere ich eigentlich an solchen Stellen? Und warum sage ich was nicht vor allem? Was sage ich nicht, ist ja auch spannend. Das ist ja spannender als das, was ich sage oft. Oder was man selber so sagt. Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort, was ich jetzt einfach so stehen lassen würde, weil es tatsächlich sollte sich jeder so mal fragen, diese Frage, und dann für sich selbst eine Antwort finden. Ich denke, wir sind am Schluss und ich bedanke mich für das tolle Gespräch hier auf dem Podium, für das tolle Buch, das ein Vergnügen war zu lesen. Sie können das Buch von bei uns am Dresen für 20 Euro erwerben. Da gibt es auch das Buch von Herrn Franke noch, Russian Angst. Können Sie da erwerben. Die beiden würden wahrscheinlich auch noch Ihnen was von reinschreiben, wenn Sie das gern möchten. Ich bedanke mich bei Ihnen im Publikum, dass Sie heute da gewesen sind, dass Sie die spannende Fragen gestellt haben und lade Sie jetzt noch im Namen des Hauses ein Getränk zu uns zu nehmen und die Diskussion weiterzuführen und möchte noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen, die am 29. September hier stattfindet. Da geht es um die Blockade, den Evakuierungskrieg und das ist eine Buchvorstellung von der Zeitschrift von der Militärhistorischen Zeitschrift und da lade ich Sie ein, gern wiederzukommen. Schönen Dank.